Guten Morgen, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zum zweiten Tag unserer Konferenz Agriculture and Transition Strategien für ökologische und faire Investitionen in der Landwirtschaft. Ich bin gestern Abend ganz voll und sehr zufrieden nach diesem intensiven und spannenden Tag nach Hause gegangen. Ich denke, wir haben alle... Jetzt kommt schon die Stimme aus dem Off. Ich hoffe, das ging Ihnen auch so, dass Sie auch dass einen Tag voller spannender Informationen fanden, an dem wir viel über die Entwicklung der Investitionen, über große Trends, über im Agrarsektor, über den Handel mit Agrarprodukten und Agrarrohstoffen gehört haben. Jochen Flassbart hat gestern in seiner Eröffnungsrede noch einmal sehr deutlich dargestellt, warum ein Wandel in der Landwirtschaft so dringend ansteht. Er hat im Gespräch mit Barbara Unmüßig ausgelotet, welche spannenden politischen Prozesse es eigentlich gibt, in denen ein Umsteuern angestoßen werden kann. Auch in der abendlichen Diskussion, in dem Fishbowl, das Tilman Santarius moderiert hat, ist immer wieder die Frage aufgekommen, wie können eigentlich Investitionen effektiv, nachhaltig und gerecht gesteuert werden? Wie kann eigentlich umgesteuert werden? Welche Rolle muss die Politik spielen? Welche Rolle spielt der Markt? All diese Fragen sind immer wieder aufgekommen, der Wunsch nach einer viel stärkeren Kontrolle. Diese Fragen wollen wir uns heute den ganzen Vormittag genauer ansehen. Wir werden es mit Sicherheit nicht schaffen, sie zu beantworten, aber wir werden sie vielleicht und hoffentlich dann heute Mittag zum Ende der Konferenz viel besser verstanden haben. Ich freue mich auf einen spannenden Vormittag. Und würde jetzt an Lilly Fuhr übergeben, die die erste Session moderiert. Lilly Fuhr ist Referentin oder leitet das Referat Internationale Umweltpolitik hier in der Böll-Stiftung. Guten Morgen, Lilly. Ja, guten Morgen auch meinerseits. Ich habe die Ehre, hier also diese Session zu moderieren, auf die ich mich sehr freue, auf die ich sehr gespannt bin. Wir haben drei Diskutantinnen und Diskutanten und die eine, Shefali Sharma, ist uns per Skype zugeschaltet aus den USA. Wir haben noch ein paar technische Probleme. Wir hoffen, dass das nachher klappt. Ansonsten haben wir hier zwei weitere Referentinnen, die ich gleich vorstellen werde. Ich möchte noch einmal kurz sagen, worum es in dieser Session geht, aus meiner Sicht. Was ich denke, was hier die wichtigen Fragen sind, und dann legen wir auch los. Es geht um die Potenziale und auch Risiken und Herausforderungen von Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen und neue Marktinstrumente. Wir nennen das inzwischen auch ganz gerne die neue Ökonomie der Natur. Es ist ein sehr großes Thema, das inzwischen die Umweltverbände und Umweltcommunity ziemlich spaltet. Darum laufen spätestens seit der Konferenz Rio plus 20 heiße Diskussionen. Die Zivilgesellschaft, die sich in Rio im Juni versammelt hat auf dem Alternativgipfel, hat die grüne Ökonomie aufgrund dieser neuen Instrumente als neues Feindbild deklariert. Und wir wollen heute hier nochmal schauen, also das differenzierter betrachten, was die Chancen und Risiken dieser Instrumente speziell für den Agrarsektor ist. Also da auch einen Transfer leisten, der nicht unbedingt schon überall so vollbracht ist. Es ist für uns eben eine wichtige Debatte, um die richtigen und falschen Instrumente einer grünen Ökonomie. Und es ist eben interessant zu sehen, dass das sozusagen mit dem sogenannten Erfolgsmodell des Emissionshandels und des Erfolgs des Stern-Berichts, dieses Berichts, der den Klimawandel aus einer ökonomischen Sicht betrachtet, es da jetzt viele Nachahmer gibt. Dort sind inzwischen eben ähnliche Betrachtungsweisen im Bereich Biodiversität, aber auch Land und Boden gibt. Und da geht es um Fragen von Wertschätzung und Inwertsetzung und die Frage, inwieweit Natur als Naturkapital betrachtet werden kann und wo die und wo dann auch eine sogenannte Finanzialisierung der Natur beginnt. Diese neuen Instrumente, vielleicht auch nicht ganz so neuen Instrumente, wollen wir uns genauer anschauen. Und eben betrachten, wie die sich auf den Agrarsektor und Agrarinvestitionen auswirken konnten. Dazu bekommen wir gleich eine Keynote von Thomas Fatheuer und dann zwei konkrete Beispiele. Die Referentin stelle ich dann jeweils nochmal vor. Wir bekommen ein Beispiel zu der grünen Börse in Rio und ein Beispiel hoffentlich dann zugeschaltet aus den USA zu der Weltbankinvestition in Kenia. Doch zunächst zu Thomas Fatheuer, der uns eine Einführung geben wird in das Thema.
Thomas arbeitet als freier Autor und Berater in Berlin. Er hat sehr viele Jahre lang von 1992 bis 2010 in Brasilien gelebt. Es hat sozusagen auch den ersten Rio-Gipfel mitgemacht und hat viele Jahre lang das Heinrich-Böll-Stiftungsbüro in Rio de Janeiro geleitet und beschäftigt sich jetzt sehr stark eben mit der Schnittstelle zwischen Wald, Klimaschutz, Biodiversität und auch diesen neuen ökonomischen Instrumenten. Thomas, bitteschön. Gut, ich werde versuchen, mit der Technik klarzukommen. Letzten, hallo, das Mikro. Ah ja, da kommt schon das Erste. Also ich habe den Titel leicht geändert. Der Titel war vielleicht etwas bürokratisch, wie er im Programm stand. Vielleicht sollten wir uns versuchen, mal zu fragen, was heißt eigentlich diese neue Ökonomie der Natur und was kann sie leisten und was nicht. Lili hat schon in der Vorstellung gesagt, dass ich lange Zeit in Brasilien gelebt und gearbeitet habe. Deshalb will ich um Entschuldigung, wenn die Beispiele etwas brasilienlastig sind hier. Ne? Aber Brasilien ist auch nicht irgendwer in der Debatte. Und dann noch eine, ich werde jetzt gleich zwei Klammern machen, die sich auf das Theater gestern Abend beziehen. Da war so ein etwas satirischer Sketch über Schweinsohren und Erzeugung von Biodiesel aus Schweinsohren. Also wer es gestern nicht mitbekommen hat, das war gestern so eine Theatervorstellung und es ging um die Erzeugung von Biodiesel aus Schweinsohren. Da werde ich gleich mal kurz drauf zurückkommen. So, fangen wir mit den Bildern an. Das Bild ist schon gestern auch gezeigt worden. Wer hat es gezeigt? Der seine nur 10 Bilder zeigen sollte und ganz viel auf einmal gezeigt hat im ersten Bild, ein bisschen gefuscht hat mit seinen 10 Bildern. Da kam dieses Bild auch kurz vor. Es ist aber auch nur ganz interessant, nochmal die Beschriftung dazu zu lesen. Also die kann man verstehen, glaube ich, auch, wenn man kein Portugiesisch kann. Die Zivilisation des Landes. Das ist eine Beilage einer Wirtschaftszeitung, Exame in Brasilien, vor 2 Jahren ungefähr erschienen, als Titelbild. Also das ist eine positive Vision, wie eigentlich Landwirtschaft heute aussehen könnte und wie sich Brasilien, also ein Teil von Brasilien, das Agrobusiness, die landwirtschaftliche Zukunft Brasiliens vorstellt. So, dann haben wir hier das Dilemma, das auch Flassbart immer schon mal erwähnt hat, was uns sehr, sehr bewusst ist. Links der Regenwald und rechts die Landwirtschaft, die sich in den Regenwald reinfrisst, ein Sojafeld. Und damit also diesen Gegensatz Walderhaltung, Naturschutz, Landwirtschaft. Als zwei ganz scharf abgetrennte Formen der Landnutzung. Jetzt kommt die erste Klammer, das ist ein Sojafeld und Soja hat über 80% Anteil an der Biodieselproduktion Brasiliens. Soja ist die größte Quelle auch für Biodiesel. Gut, das nächste, ja, man darf es natürlich nicht vergessen, die Rinder. Das gute alte Rindviech, Fleischkonsum und so weiter ist viel zu gesagt worden. Im Fleischatlas sind auch die Statistiken drin dazu. In Amazonien, brasilianischen Amazonien, relativ gut statistisch erfasst. Auf zwei Drittel der entwaldeten Fläche befinden sich Viehweiden. Also mit aller Differenzierung ist eigentlich klar, dass nach wie vor die Viehzucht der große Driver of Deforestation ist. Ne? Und jetzt kommt die zweite Klammer. Diese Rinder sind auch gleichzeitig die zweitgrößte Quelle für Biodieselproduktion in Brasilien. Nach Soja mit ungefähr 15%, also Soja 80%, 15% Anteil der Biodieselproduktion ist Rinderfett. Das heißt, das Beispiel mit den Schweinsohren war gar nicht so absurd, wie es vielleicht klang. Tierfett ist eine wichtige Quelle zur Erzeugung von Biodiesel. In Brasilien, wie gesagt, Anteil ungefähr 15%, erheblich mehr als zum Beispiel Ölsaatpalmen, die in Indonesien so wichtig sind. Die werden sicherlich wichtiger werden in Brasilien in nächster Zeit. Ne? Aber im Augenblick sind diese Rinder, haben verschiedenste Funktionen eben auch. Sie dienen auch, wenn sie geschlachtet werden, das Fett zur Erzeugung von Biodiesel. Ja,
Wenn wir jetzt mal das abstrahieren, es gibt verschiedene Statistiken, wenn man sich die genau anguckt, sind die alle sehr unterschiedlich. Aber wie sieht sozusagen der Blick auf die ganze Welt aus, wenn wir uns das unter dem Blick der Landnutzung antun? Das ist ein Versuch von FAO. Wir haben also 10% ganz klares Ackerland, was intensiv und gut landwirtschaftlich genutzt wird. Wir haben dann einen riesen Komplex, 90%, der mit Other Land Types bezeichnet wird, davon relativ gut definiert, also diese Forest and Woodland sind 40%, knapp 40% von diesen Other Land Types, sind also Wald, und Forest and Woodlands, also Wald, sagen wir ruhig. Ne? Da sind Naturwälder und gepflanzte Wälder mit einbezogen. Das sind eigentlich knapp etwa 50% landwirtschaftlich genutztes Land und Wald sind relativ gut definiert. Die restlichen sind Other Land Types und sind eben relativ unklar definiert. Wir haben jetzt mal einen anderen Uber, wir hatten ja Flassbad hier, geht von dieser weltweiten Flächen aus, das ist jetzt in Millionen Hektar, Agrarflächen 5, Wald 3,9 und wieder den Rest, Unland hier. Kategorie aus der deutschen Flächennutzung, ne, die mal weltweit übertragen wurden. Weil das ist genau das Problem. Wir haben etwa einen großen Anteil, die Hälfte der weltweiten Flächen sind in einer sehr unklaren Kategorie. Und um diese Kategorie ging es und geht es immer wieder in den Diskussionen um Nutzung von Biomasse und so weiter und so fort. Das sind degradierte Flächen, das ist Marginal Land und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das Land, was im Augenblick immer wieder im Disput steht. Und damit haben wir, im Grunde genommen, wenn wir sozusagen die heutige Debatte angucken, die wohlbekannte Debatten und Gegensätze. Landwirtschaftliche Nutzung versus Naturschutz. Das sehen wir im ersten Bild, wir erinnern der Wald eben, das ist der Bereich des Naturschutzes, der Regenwald vor allen Dingen und landwirtschaftliche Nutzung steht dem entgegen als konkurrierende Flächennutzung. Wir haben landwirtschaftlich nutzbares Land versus Ökosysteme, also diese, wenn wir wieder zurückgehen, Unland, das ist wieder, wie guckt man auf die Welt, der Agrarwissenschaftler, Ingenieur, Agrobusiness-Vertreter sieht überall Land. Also hier ist alles irgendwie, sind alles Flächen und Land. Die Leute, die aus der Biodiversitätsecke kommen, sehen überall Ökosysteme. Ne? Und was für den einen pflügbares Land ist, ist für den anderen ein wichtiges und erhaltbares Ökosystem. Und das sind sozusagen die Linien, in denen die Debatten heute laufen. Also Landwirtschaft nutzbar versus Ökosysteme. Und ich glaube auch, dass bei der ganzen Geschichte die Frage von Ausweitung von Landwirtschaft zugunsten von Energieerzeugung, also die ganze Teller- oder Tankdebatte, natürlich die einerseits die Flächennutzung, die Konkurrenz zu Nahrungsmitteln vielleicht eine Rolle spielt, aber wahrscheinlich eine viel größere Rolle spielt dieser zweite Punkt, dass dieses ganze marginale Land, diese sehr unklar definierten Flächen, dass die sozusagen von vielen Akteuren als Möglichkeit gesehen werden, landwirtschaftliche Produktion auszuweiten, ohne unbedingt Ackerland zur Nahrungsmittelerzeugung zu ersetzen für die Biotreibstoffproduktion. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und das dritte ist natürlich Steigerung von Biodiversität versus traditionelle Nutzung. Also auf vielen Blicken auf die Landwirtschaft der Welt sehen Akteure, internationale Akteure, gering produktive landwirtschaftliche Produzenten. Die werden über einen Mangel definiert, die sind unproduktiv oder sehr schwach produktiv. Und in diesen, Paradigmen spielt sich die aktuelle Debatte ab, die sehr stark geprägt ist, diesen Gegensatz Landwirtschaft versus Naturschutz versus Erhaltung versus traditionelle Nutzer und so weiter und so fort.
Ja, können wir das vielleicht ganz anders sehen? Können wir vielleicht aus der zu erhaltenden Natur, aus den guten alten Bäumen Business-Akteure machen? Können wir diese Bäume in Profitquellen verwandeln? Landwirtschaft beginnt ja da. Ja, genau, das ist natürlich mit der Gender, it's a man's world immer noch, ne? Und dieses Business-Modell ist mit männlichen Akteuren verbunden hier noch, ne? Aber es ist trotzdem ganz nett, um mal das zu aktuieren, diese Hoffnung, die dahinter steht, dass man vielleicht die Natur nicht mehr nur noch als zu erhaltenden Faktor sieht, der Kosten erzeugt, sondern dass er vielleicht ein Businessmodell darstellen könnte, das Gewinn abwirft. In der Regel werden Bäume erreicht, machen ja nur Gewinn, wenn sie gefällt werden. Entweder wird Wald gerodet, um Ackerflächen anzulegen, oder es wird eben Bäume gefällt, um Holz zu erzeugen. Das ist das ökonomische Schicksal von Wald in der Regel. Könnte man diese stehenden Bäume zu einem Produktionsfaktor verwandeln? Das ist natürlich eine interessante Perspektive. Und das würde sozusagen der Kontext sein, wenn man also einen ganz neuen Blick auf die Natur wirft und der aus diesen Gegensätzen Nutzung versus Bewahrung und Erhaltung rausgeht und ein neues Paradigma etabliert. Und dieses Paradigma ist mit dem Namen Natural Capital These verknüpft. Hier ist eine Definition. Natural Capital refers to the stock of natural resources that provides flows of valuable goods. Also die Natur wird gesehen, sag mal, in Parallele zu einem Sparguthaben. Ich habe ein Sparguthaben, das ist mein Stock, und von diesem Stock gehen Zinsen, das ist der Flow. Und ich muss eben aufpassen, das weiß jeder Sparer, dass ich nicht meinen Stock aufbrauche, sondern ich muss versuchen, von den Zinsen zu leben. Das wäre Parallele, mit der man versucht, Natur ganz anders zu sehen. Das heißt, was heißt das Konkrete? Was sind die Typen of Natural Capital? Landwirtschaftliche Flächen, der was unterm Boden ist, also die natürlichen Ressourcen, die mit Öl, Gas, Kohle vor allen Dingen und andere bergbaurelevanten Stoffe, Wälder, Wasser, Fischerei und die Atmosphäre. Wir hätten diesen ganzen Elementen zusammen in einer neuen sozusagen Sichtweise als Elemente eines einheitlichen Systems, Naturkapital. Alles das ist Naturkapital. Das ist jetzt nicht von irgendjemand in die Welt gesetzt, das ist die Definition der Weltbank in ihrem Papier inklusive Green Growth, was der große Beitrag der Weltbank vor der Rio Plus 20 Konferenz war. Aber das durchzieht sich ganz viele anderen Dokumente. Wir haben diese Naturkapital-These auch in den UNEP-Papieren vor der Rio Plus 20, und wir haben eben, wir können da noch mehr hören, auch eine Studie, Professor Hans-Jürgens ist hier und wird hier auch noch reden, Naturkapital Deutschland im Rahmen des TIP Ansatzes. Diese Naturkapital-These ist sehr stark verbunden mit der Auffassung, dass Natur ein System ist, das Ökosystem Dienstleistungen produziert. Diese Notion ist ein bisschen älter, ist vor allem 2005 das Millennium Assessment popularisiert worden. Also wir sehen Natur als Ökosystemdienstleisterin. Das ist traditionell in verschiedenste Kategorien aufgeteilt worden. Wir sehen, dass sie die Nahrung, Wasser, Holz und Treibstoff als Providing Services. Wir haben aber auch die kulturellen Dienstleistungen. Also wenn wir uns an einer schönen Landschaft erfreuen, dann leistet diese Landschaft sozusagen eine Dienstleistung für uns. Sie muss da sein, sie muss erhalten werden, damit wir uns an ihrer ästhetischen Wahrnehmung erfreuen können.
Ja, auch das ist mitbedacht, dass vielleicht für viele Kulturen die religiöse Verbindung mit bestimmten Räumen, mit Quellen und sowas einen hohen Wert haben kann. Alles mitgedacht. Wir haben aber auch die regulierenden Dienstleistungen, also vor allen Dingen sehr stark in der Diskussion die Klimadienstleistungen der Natur. Die Natur stellt eine Klimastabilität her, und wenn wir die durch Erwärmung in Gefahr bringen, erzeugt das Probleme. Und wir haben dann diese unterstützenden Funktionen, also damit überhaupt Nahrung produziert werden könnte, brauchen wir Böden, wir brauchen eine Bodenökologie, eine Wiederherstellung der Böden und so weiter. Das ist also ein Blick auf die Natur als Dienstleisterin. Die Sprache ist natürlich eine ökonomische Sprache, und wir wissen, dass Dienstleistungen in der Regel bezahlt werden. Wir kennen Dienstleistungen aus unserem Alltagsbereich. Wir gehen zum Friseur, lassen uns die Haare schneiden und zahlen dafür einen Betrag. Das ist im Alltagsbewusstsein etabliert und naturalisiert sozusagen auch. Also diese neue Ökonomie der Natur vereint, was bisher getrennt erscheinen sind. Konzeptionell. Schutz und Nutzung sind Aspekte der Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen. Das sind keine Gegensätze. Die Multifunktionalität der Landwirtschaft, viel geredet, ist jetzt ökonomisch basiert. Das ist nicht nur irgendeine Idee, das ist die Landwirtschaft erzeugt verschiedenste Dienstleistungen. Nicht nur die Erzeugung von, oder kann verschiedene Dienstleistungen, Ökosystemdienstleistungen erzeugen, nicht nur die Nahrungsmittel. Und Natur wird in einem ganzen System in ökonomischen Kategorien erfasst und beschrieben. Ne? Wir haben also auch eine Naturalisierung vielleicht eines ökonomischen Blicks auf die Natur. Aber was ist das Problem dabei? Wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir ja schon die Lösung. Es gibt offensichtlich ein Problem, wenn man das alles zusammenfasst, nämlich, dass die schönen Dienstleistungen der Natur zum größten Teil nicht ökonomisch wirklich erfasst werden und nicht bezahlt werden. Und das ist hier wieder die Weltbank. In diesem Blick auf die nicht bezahlten Leistungen der Natur werden der Commons-Charakter vieler natürlichen Ressourcen als Problem definiert. Wir hatten schon mal, das ist mehrmals angesprochen worden, ne? Viele natürlichen Ressourcen sind Open Access Commons, das ist okay, das Meer, Zugang schwer zu regeln, aber Wälder, Natural Forests, die hier da sind, sind natürlich sind Common Property Resources, aber sind im Eigentumsregime von traditionellen Nutzern, indigenen Völkern und so weiter und so fort. Das wird aber von der Weltbank als Problem gesehen, also wird unter der Kategorie gefasst, dass da keine klaren Eigentumsrechte etabliert sind. Ein ganz, glaube ich, wichtiger Punkt für die Debatte um diese Konzepte. Das wir sehen vielleicht nicht alle so. Die Konsequenzen sind aber, dass die ökonomischen Returns unklar sind, nicht gut definiert sind. Nochmal ein anderer Ansatz, das zu beschreiben, kommt hier von Pavan Sukhdev. Das ist eben der Leiter von TEEP, der dieser ganzen TEEP-Ansatzes. TEEP steht für The Economies of Ecosystem and Biodiversity, also der Versuch, auch gerade Ökosystem und Biodiversity in eine ökonomische Beschreibung einzubinden. Diese Ökosystemdienstleistungen sind eben, das ist das Problem, keine Market Goods and Services. Das sind Public Goods oft. Und damit da die Diagnose, was ist das Problem? We use nature because it's valuable. Die Natur ist wichtig für uns, aber wir verlieren sie, weil ihre Dienstleistungen frei sind. Das ist diese Analyse, wenn ich das sozusagen als Grundlage der Analyse nehme, die ist konsequenzenreich. Das hat Konsequenzen für die weitere Betrachtung. Womit komme ich dann natürlich zu einer Lösung, die lautet eben Payment for Ecosystem Services. PES, eine wohl etablierte Abkürzung inzwischen in der Literatur. Es gibt gerade Hundertschaften von Forschern, die sich damit beschäftigen, Consultings, die das ausrechnen. Länder, Costa Rica ist das Musterland immer wieder für PES, Länder, die seine eigene nationale Gesetzgebung errichtet haben, um PES-Systeme aufzubauen. Das ist also eine Sache, die relativ omnipräsent ist in der Diskussion um Biodiversity und Ökonomie.
als auch ich habe auf Englisch das ein Zitat aus einer Schrift. Es gibt eine Popularity of Pests. Es ist populär im Augenblick. Und warum? Es steht die Hoffnung dabei, dass man endlich den alten, guten alten Naturschutz, die Dollarfalle Naturschutz zu einer Profitquelle machen könnte. Wenn man diese Ökosystemleistung, Dienstleistung in irgendeine Payment-System reinbringt. Ist aber nicht so einfach in der Praxis. Aber man muss sich fragen, wer soll das denn bezahlen? Die große Hoffnung ist auf, steht da, dass es mit Market-Based Instrument geschafft werden könnte, Ökosystemdienstleistungen zu zahlbaren Dienstleistungen zu machen. Realität, UNEP hat es auch in ihrem Report zitiert, es vor der Regierung, fast alle PES-Systeme basieren auf öffentlichen Geldern. 98%. Also bisher scheint das nicht so einfach zu sein, einen Marktmechanismus zu etablieren. Ein typisches PES-System ist wassergebunden, Grundbesitzer werden bezahlt, um Quellgebiete zu schützen, um dort keine Landwirtschaft zu betreiben und die Landwirtschaft, die betrieben wird, so zu gestalten, dass sie nicht das Grundwasser verschmutzt. Das ist ein ganz typisches PES-System, was es in einigen Ländern der Welt, vor allem in Costa Rica, auch teilweise in Mexiko, relativ wohl etabliert ist. Aber die Zahlung ist meist in öffentlichen Systemen integriert. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Hoffnungsträger. Das sieht nicht so richtig aus wie so ein Hoffnungsträger. Das ist Regenwald, der brennt. Greenpeace, der übliche Verdächtige, das Foto. Entwaldung ist eine große Quelle von CO2-Emissionen. Also wir sehen jetzt hier nicht nur die Zerstörung eines Ökosystems, wir sehen die Emission von CO2 in die Atmosphäre durch Verbrennung von Regenwald. Und auch darauf war der Stern Report wichtig, hat darauf hingewiesen, dass die also Land Use Change, vor allen Dingen die Abbrennen des Regenwaldes, aber auch von anderen biomassereichen Ökosystemen, eine ganz wichtige CO2-Quelle ist. Und ich sage, wenn wir das hier reduzieren, wenn wir diese CO2-Emissionen reduzieren, würden wir einen großen Beitrag für den Kampf gegen den Klimawandel leisten können. Das hat die Abkürzung RED bekommen, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, eines der großen Wörter in der Debatte im Augenblick. Wenn man eben das Ganze jetzt, oder Amazon als diesen Regenwald als CO2-Speicher sieht, dann kann man das erfassen. Man kann ungefähr schätzen, wie viel CO2 in diesem Regenwald gespeichert ist. Derweil CO2 einen Preis hat, kann man das auch monetär erfassen. Eine der vielen Zahlen, das wäre nur der brasilianische Regenwald, der Amazonas-Regenwald Brasiliens, hat eine der vielen Rechnungen, die in den rumschwirren, die sind alle zweifelhaft. Es geht gar nicht darum, die hier zu bewerten. Es geht nur darum, welche Hoffnungen und welche Zahlen werden in den Raum gesetzt. Paolo Mocini, IPAM ist nicht irgendjemand in der Debatte. IPAM hat mit IDF jahrzehntelang dafür gekämpft, diesen Mechanismus im Klimaregime zu verankern, einen Waldmechanismus. Sie haben sehr viel Grundsatzarbeit dazu geleistet. Sie sind eine der entscheidenden Thinktanks, die das ganze RED-System, wie es heute diskutiert wird, mit erfunden haben. Es geht um gespeichertes CO2 und es geht um eine Rechnung. Wenn wir haben ein Business-as-usual-Schema, wir würden so und so weiter Regenwald entwalden, wenn wir nichts machen. Das würde so und so viel CO2 emittieren. Wenn wir das reduzieren, haben wir ein weniger CO2 emittiert. Das kann man ausrechnen, das kann man bepreisen. Damit ist RED ein großer Hoffnungsträger geworden, dass man eben ein Ökosystem-Serviceleistung tatsächlich mit einem Preis belegen könnte. Ne? Aber um zu funktionieren, was braucht man da eigentlich? Man braucht einen großen oder wenigstens einen signifikanten regionalen CO2-Markt, die CO2-Emissionen aus Entwaldung mit einbeziehen. Der europäische Emissionsmarkt macht das nicht.
Das ist nicht möglich im Augenblick. In den Klimaverhandlungen geht es in den letzten Jahren immer wieder darum, die Frage, wie können wir im Rahmen eines Klimaabkommens einen solchen globalen Emissionsmarkt schaffen, der CO2-Emissionen einbezieht. Dann hätte ich tatsächlich eine Finanzierung für eine Ökosystemdienstleistung in signifikantem Ausmaß. Das, aber trotzdem, wer soll das bezahlen? Das kann eigentlich nur mit Offsets funktionieren. Das ist auch die normale Annahme. Offsets heißt, jemand, der verschmutzt, darf weiter verschmutzen und kauft sich als Kompensation dafür Waldzertifikate. Also ich habe eine Zementfabrik in Erwitte und habe schon Filter eingebaut und noch mehr CO2-Reduktionen sind ganz teuer, kommt mir zu teuer zu stehen. Das kann ich machen, indem ich aber anstatt zu reduzieren, Zertifikate kaufe. Und das könnten in einer Zukunft Waldzertifikate sein. Wir würden CO2 einsparen. Dahinter liegt auch die These CO2 gleich CO2, ist ganz egal, was es ist, ob nur aus der Zementfabrik oder aus der Entwaldung. Und ich kann das alles auf einem globalen Markt tauschen. Das Klimaabkommen, wir wissen es alle, kommt nicht so richtig voran. Ein globales Klimaabkommen, das einen solchen großen CO2-Markt schafft, ist nicht wirklich in Sicht. Es gibt die Hoffnung, dass vielleicht regionale Märkte können, dass Australien ist ein Hoffnungsträger, in sein Klimaregime Waldzertifikate mit einbeziehen könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Red Community geht weiter. Es geht aber dabei nicht nur sozusagen um Wald. Red wäre ein neues Paradigma für eine neue Ökonomie der Natur. Es würde wirklich zum ersten Mal einen relevanten und global relevanten Markt für Ökosystemdienstleistungen schaffen. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig und glaube ich sehr wichtig, diese Debatte um Red weiter zu verfolgen. Offsetting ist der Mechanismus und wir werden Offsetting in vielen Bereichen begegnen und begegnen sie bereits. Also es gibt in den USA zumindest einen relativ etablierten Markt für Biodiversität-Offsetting. Also wenn ich ein Shopping-Center bauen will in einem Gebiet, ein Sumpfgebiet zum Beispiel, in einem relativ artenreichen Sumpfgebiet, dann muss ich dafür Kompensationsleistungen machen und die muss ich jetzt nicht mehr da machen, dass ich eine andere Fläche kaufe und unter Schutz stelle. Und die kann ich inzwischen auf einem Markt durch Zertifikate, ich mache Offset-Zertifikate, kaufen. Und spezialisierte Firmen machen eben diesen Naturschutz dann, der das meinen Impact kompensiert. Also dieses Offsetting ist ein wichtiger Mechanismus, der überall auftaucht. Der wird sicherlich auch in der Bodendiskussion auftauchen, wenn es um Landdegradation geht. Neue Politikinstrumente werden sehr stark auf den Markt orientiert, selbst wenn das Geld aus öffentlichen Geldern kommt. Im Augenblick ist das ganze Geld, was in Red fließt, im Grunde genommen ODA, also Overseas Development Entwicklungshilfe, auf Deutsch genau Entwicklungshilfe. Das wird aber trotzdem in einen Mechanismus eingebaut, der sagen, marktorientiert ist. Auch ein wichtiger Diskussionspunkt. Das heißt, es wird eine gewisse Hoffnung darauf gesetzt, dass die Marktmechanismen vielleicht erfolgreich sind als Ordnungspolitik. Und da steht die Frage, ist nicht da sozusagen eine Tendenz, dass sich von der Ordnungspolitik zu verabschieden? Ja, wir haben es auch im Flassberg gehört, Steuererhöhung kann man keinem mehr mitkommen, mit bestimmten Instrumenten. Marktinstrumente wie der Emissionshandel scheinen da hoffnungsvoller zu sein für viele Akteure. Gut, was sind die Bottlenecks, warum kommt es nicht so richtig voran mit RED? Kein globales Klimaabkommen in Sicht, schon erwähnt, die CO2-Preise sind im Keller. Auch nicht so richtig günstig für eine Konjunktur auf CO2 zu setzen. Es stellt sich raus, dass das, was so irgendwie ein bisschen einfach gedacht war, ich mache da CO2-Reduktion, messe den CO2 im Regenwald, das im Einzelnen wahnsinnig kompliziert ist. MRV steht für Monitoring, Reporting, Valuation oder Verification. Total kompliziert. Wir haben inzwischen eine ganze Community, die sich damit beschäftigt, dazu forscht, wie kann man das wirklich genau ermitteln. Wir haben in vielen Ländern dieser Welt
die viel Wald haben, worum es da geht, eine prekäre Waldgovernance, keine Strukturen, keine Rechtssicherheit und so weiter. Und wir haben das Kuriose, den Befund, dass eigentlich ein Marktmechanismus, um überhaupt zu funktionieren, einen wahnsinnig hohen Regulierungsbedarf erstmal hat. Also im Grunde genommen erstmal ganz viel Ordnungspolitik braucht, die man aber gerade eben nicht hinkriegt. Das ist ja der Ansatzpunkt, weil wir kommen ordnungspolitisch nicht weiter, Schutz als Ordnungspolitik funktioniert nicht. Wir machen es mal mit dem Markt, aber der Markt, um zu funktionieren, hat einen wahnsinnig hohen ordnungspolitischen Aufwand. Ein Problem. Ja, Peter Holgrin, ich wollte mal eigentlich ein Bild von einem Menschen jetzt mal einbauen, damit es nicht so eintönig wird. Und als ich den geguckt nach dem Bild gegoogelt habe, kam dann das zum Beispiel. Peter Holgrin ist der neue Chef von Cypher, einer der großen Thinktanks, die sich um Red und diese ganzen Mechanismen kümmert. Er kommt von der FAO. Er ist gerade im Ende des Jahres, letzten Jahres, von der FAO zu Cypher gewechselt, dem großen Wald Research Center. Das ist eine Landschaft. Wir haben ja vorher immer Wald oder Ackerbau gesehen. Ich muss zum Schluss kommen, aber ganz kurz, das ist aber die Frage, was sieht man hier? Man sieht hier einen Hoffnungsträger. Eben nicht so was Einheitliches. Man hier sieht, ja, was ist das? Ein Sekundärwald. In Brasilien würde man sagen, eine Capoeira wahrscheinlich. Ne? Man sieht relativ viel Palm, man sieht auch, was vielleicht mal Weideland war. Und so sieht in vielen Gebieten die Welt aus. Eben nicht nur Wald einfach, sondern es sind verschiedene Ökosysteme, mischen sich da. Und das ist sozusagen, soll jetzt die Zukunft sein, nicht mehr über Wald, und dann ist es über ein Landscape Approach, ein Landschafts-Approach, wo ich verschiedene Nutzungsmethoden zusammenbringen kann. Waldnutzung, ein bisschen Ackerbau. Ich könnte diese Palmen vielleicht ein bisschen verdichten und ein paar Ölpalmen da pflanzen und Biodiesel produzieren. Und ich könnte sozusagen landwirtschaftliche Nutzung verbinden mit Ökosystemdienstleistungen. Und das als Zukunft für eine Welt nah Red. Also das war das, was vielleicht in Doha noch rausgekommen ist. Wir müssen in die Zukunft, das Tony de Lavinia ist der große Red-Verhandler der letzten Jahre gewesen. Und die Botschaften aus Doha waren, dass Red in einen Landscape-Approach eingebunden werden müssten, wo diese CO2-Ökosystemdienstleistung nicht nur auf Wald und die vermiedene Entwaldung beschränkt werden können, sondern auch Landwirtschaft, landwirtschaftliche Nutzung, Agroforstsysteme mit einbeziehen werden können. Also der Versuch, eine neue Landwirtschaft, die Produktion mit Ökosystemdienstleistung verbindet und das sozusagen durch einen Klimamechanismus zu unterstützen. Das als Vision. Jetzt ist leider meine Zeit zu Ende, deshalb ganz kurz, etwas schneller. Ein weiteres Problem ist, dass wahrscheinlich PES sich als wenig kompatibel zeigt, also die Einkünfte, die ich erzielen kann durch Ökosystemdienstleistungen, sind relativ wenig kompatibel mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Das ist die Diskussion Opportunity Costs. Ne? Ich muss mehr verdienen durch diese Walderhaltung, als ich durch Landwirtschaft verdienen kann. Dann lohnt sich das Ganze ökonomisch. Ne? Es ist aber schwierig bei Ölpalmen und bei Soja. Es ist aber durchaus immer möglich bei Viehzucht, bei extensiver Viehzucht und vor allem bei traditionellen Nutzern. Also Red PES könnte eine Valorisierungsstrategie für marginales Land sein. Dafür ist es interessant. So, jetzt haben wir was sind die verschiedenen Kritikelemente? Die Komplexität von Ökosystemen ist ökonomisch teilweise sehr schwer zu fassen. Also die Ökosysteme sind ganz vielfältig. Die Commons, das ist ein wichtiger Problem für weitere Debatten, werden eher als Problem gesehen, obwohl sie gerade die letzten Ökosysteme der Welt bewahrt haben. Ich glaube, da gibt es einen ganz anderen Blick drauf, und Offsetting und Kompensation funktionieren als ökonomische Instrumente, aber sie sind an die Kontinuität der Zerstörung gebunden. Sie funktionieren solange andere verschmutzen. Ein ganz wichtiger Aspekt für konzeptionelle Fragen. Wenn es keine Entwaldung mehr gibt und keiner hier mehr damit Ziele von Reduktion verbinden kann, funktionieren diese ganzen Konzepte, diese ganzen Mechanismen auch nicht. Okay, ich glaube, dass es dieser Ansatz Ökonomie first macht und dabei die Logik von Bevölkerung dem unterordnet.
Und es wird nicht die Dynamik von Zerstörung adressiert, wirklich, sondern die ökonomische Aktivität von Natur und traditionellen Bevölkerung. Das ist das Problem. Die Natur ist nicht ökonomisch genug, ist nicht produktiv genug. Die traditionellen Bevölkerung und marginalen Nutzer und so weiter sind nicht ökonomisch effektiv genug. Und das an der Stellschraube wird primär gedreht. Und jetzt mache ich Schluss mit zwei nochmal Bildern. Das ist ja wieder auch ein typisches Ökosystem, was eben nicht so Blickfeld war wie der Regenwald, Cerrado. Das wird meist mit Buschsteppe übersetzt. Hat man schon, das ist kein richtig guter Begriff. Ne? Buschsteppe, das Busch, Verbuschung, das ist was Negatives. Ne? Hat nicht so einen hohen Appeal. Die Nutzer sind gar nicht sichtbar da. Ne? Wer nutzt das eigentlich? Ne? Das ist ein typisches Unland aus der Sicht der Agrarwissenschaft und das soll eigentlich dann hinterher so aussehen. Und das ist sozusagen da, in diesem Cerrado-System hat sich die große landwirtschaftliche Expansion Brasiliens abgespielt in den letzten Jahren. Nicht im Regenwald, nur da auch, aber eben ganz stark da. Da ist die Hauptexpansion des Soja-Anbaus, des Zuckerrohranbaus zur Erweiterung der Ethanolproduktion. Und das ist nach wie vor die Zukunft. Und das ist die Zukunft. Und der Diskurs ist, we feed the world. Wir ernähren die Welt damit. Brasilien ist der große Exporteur von Ackerland. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, zum allerletzten Slide. Ne? Ob wir nicht doch diese Art von Bevölkerung in den Blick bekommen sollten und von ihren Logiken, von ihren Bedürfnissen ausgehen. Nicht Nahrung first, peoples and rights first. Diese traditionellen Nutzer zum Beispiel, die in einem biomassereichen Ökosystem hier sind, das werden Ribeirinhos, eine dieser vielen unklaren Kategorien, Flussrandbewohner, eine ganz besondere Wirtschaftsform in Amazonien, sehr verbreitet in ganz Amazonien, auch außerhalb Brasiliens, nicht wahrgenommen, nicht Ausgangspunkt eigentlich der Überlegungen, wie ich eine neue Ökonomie der natürlichen Ressourcen entwickeln könnte, aufbauend auf Rechten und vorhandenen Bevölkerung. Danke. Dankeschön, Thomas. Ich werde jetzt ins Englische wechseln und Shefali begrüßen. Wer noch Übersetzung braucht, die gibt es hinten. Shefali, are you here? Hello? Can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Welcome, Shefali. So, this is Shefali Sharma. She's senior advisor at the Institute for Agriculture and Trade Policy, working in the US, but also in India, and focusing on trade and global governance. And Shefali is here to complement the input we had from Thomas with a very concrete example of the World Bank soil carbon investment in Kenya. So I will hand it directly to you, Shefali. Thanks. Is there somebody who can put up my presentation? Or yes, just say next slide and it'll happen. Okay, great. Well, thank you, everybody. I've been listening. It's 4 a.m. here in Washington, so if I lose my train of thought, then you'll know why. Yes, so I'm here to talk about the Kenya Agricultural Carbon Project, but I want to frame it in a political context because all of these things that are taking place are actually taking place within a political context, including payment for ecosystem services. So the first slide, I'm talking about where agriculture actually came into the climate change negotiations officially. Agriculture came into the talks in 2008 in Copenhagen, and it was pushed by major industrial agriculture exporters such as New Zealand, Canada, and the United States, and also supported by major dairy producers such as Switzerland. Given that methane is a big cause of carbon dioxide and of emissions. The interesting thing is that it was brought into the negotiations under a section called cross-sectoral approaches and sector-specific actions.
But the only sector that was identified to mitigate was agriculture under this heading. Next slide. So developing countries and many civil society organizations were concerned. Brazil and Argentina saw this as a threat to their own agricultural practices, impeding their trade, given the fact that they do trade heavily with feed and livestock. The G77 countries, such as India, the Philippines, and others, were obviously concerned because agriculture is a significant part of livelihoods for their populations. And not understanding why only agriculture is being singled out and not any of the other sectors, such as industry, waste. So there was a move to say we need to address all sectors if we're going to look at sector-specific approaches. Civil society was concerned about, Thomas mentioned multifunctionality. Obviously, a big function of agriculture is food security. To look at, and also, why are we not discussing agriculture in an adaptation sense, given that agriculture and food systems will be devastated by rising emissions? So this is a complicated area. It's multifaceted, and it cannot be singularly focused on just mitigation. So the question is, why are New Zealand, Canada, and the United States asking for mitigation? Do they want to change their industrial agricultural practices? Is that why they're pushing for mitigation? They were actually pushing for mitigation because they were interested in offsets, interested in finding ways to be able to account for their own agriculture emissions. And New Zealand has been quite aggressively pushing for an approach, for a discussion towards mitigation in agriculture, because a significant bulk of their emissions come from agriculture. Next slide. So this is a chart that shows per capita fertilizer consumption of countries. The data was taken from the FAO and based on 2010, but you can see that when you look at per capita emissions, where do countries like Kenya or country like Germany come up in terms of the population in agriculture, which is 2% in Germany and 71% in Kenya, and the fertilizer consumption, including when you look at the United States, 0.05, and this is in tons. Whereas when you look at China or even India, the Philippines, Thailand. So this is the backdrop in which I want to bring up the next slide, which is where the World Bank enters this picture. And this is in 2004. You can see the circle is the Biocarbon Fund. The Biocarbon Fund was created in 2004, and one of its mandates was to actually bring land-based offsets into carbon financing. The World Bank is a huge carbon broker. So here we have a bit of a conflict of interest, because on the one hand, the bank is producing research material talking about ecosystem services. On the other hand, they are in the business of actually selling those services and creating a market for them. And what the Biocarbon Fund said in terms of agriculture was that they wanted to learn from these experiments. And so one of their first experiments when it came to agriculture was actually the Kenya Agricultural Carbon Project. Next slide. So in November 2010, the World Bank and others, like the Dutch government, held a conference in The Hague on climate-smart agriculture. And the goal there in 2010 was to actually get agricultural ministers from developing countries to endorse an agriculture work program in Cancun. And the idea was to be able to create a work program that would eventually lead to agricultural carbon offsets. At the time, there was a lot of skepticism from ministries, and there was opposition from civil society organizations saying that environment ministries were not even invited to this conference. And the environment ministries of the same countries were actually not agreeing to this. So why is there this push to do this? It was at this conference that the MOU between the Kenyan government, the World Bank, and the organization that was chosen to pilot this project, SCCV Agroforestry, which is a Swedish NGO, was signed publicly.
Next slide. So the interesting thing is that the MOU was signed publicly as a show because the actual project was already underway since 2007. And it was advertised as a triple win for mitigation, adaptation, and increased crop yields. What could be better? And as the last presentation, you know, was talking about, why can't we conserve the ecosystem and at the same time, you know, benefit the people that are living on the land and everything? It sounds very promising. At the same time, the bank released a press release saying that the direct benefit of this project was going to be $350,000 with an initial payment of $80,000 to be made in the first year for farmers. So, next slide. So, here's what happened. The World Bank invested $1 million through the Biocarbon Fund into a carbon methodology that would show how smallholder farmers can actually sequester carbon. The agroforestry, which has been in the Lake Victoria Basin for the 25 years and has been doing all kinds of community-based agricultural activities, including pushing for agroecology, was chosen to cut out, obviously, the transaction costs. But they started working on this in 2007 to prepare the carbon project, and they spent at least $1 million themselves, which was CEDA funding, to try and prepare this project to be able to be a carbon project. So from 2007, the actual methodology was approved in 2011. So, you know, about 4.5 years almost. And the methodology itself has been quite problematic. The bank had to go through about 7 different versions of it. Next slide. And I'll come back to that. But as a result of this contract that the agroforestry signed with the bank, it's called an emissions reduction purchase agreement, ERPA, and I guess Jutta is also going to talk about this. They have to aggregate 60,000 farmers over 45,000 hectares in western Kenya and sequester carbon for 20 years. But the actual project with the bank will end in 2017. So it took about 4.5 years to create the project, and then the bank will stay with the project for another 5 years. And the bank would guarantee about 150,000 out of 1.2 million tons of CO2 that is supposed to be generated from this project with a guaranteed price of $4 a ton. So that's about $600,000. That the agroforestry would actually get back after having spent $2 million with the bank's methodology and the organization's own funding. Next slide. So I want to look at the math here because the carbon price in the regulatory market, and this is not a regulatory market because there is no market for soil carbon. So it's only being sold in voluntary markets for people who might want to offset their flights and they feel guilty about flying. So they'll say, okay, well, you know, plant a tree somewhere and then continue flying as much as I want. I'll just have to, you know, pay for the trees. And that's a similar approach to this. But in the regulatory market and on, you know, this year, I mean, I just looked yesterday on the website and the price for secondary certified emission reductions, which is the resale of these kinds of credits, is 36 cents. So you can imagine that the bank guaranteeing $4 a ton, if the organization were to go out in the next few years to try and sell the remaining credits, would find it very difficult to even reach the voluntary carbon price for soil carbon in 2010 was $1.20 in the voluntary market. And it was a very tiny, tiny fraction of a very small market, the credits that were sold. So what we're facing is an oversupply of carbon credits overall and extremely high price volatility and
perhaps Jutta is going to go more into the carbon market. But the post-Doha scenario from the climate change negotiations is set to create more oversupply rather than less, because the emphasis is on market-based mechanisms and trying to get more market-based mechanisms. Now, the interesting thing here is that when soil carbon was proposed as a solution against deforestation, similar to RED with forestry, it's also called RED++, IFPRI had projected that soil carbon would give sub-Saharan Africa $4.2 billion a year based on a projection that it would be $18 per ton that these credits would be sold. So we have a long way to go between $1.20 and $18. Next slide. The Kenya Agriculture Carbon Project's math, we calculated, IATP calculated this. The figures that we used, that they gave us, we actually came out with $1 a ton, but since then we've been communicating with the organization involved, V Agroforestry. And using their numbers, at the most, what farmers would get from doing this is $2.47 a year per hectare for their efforts. And this is an assumption of a $4 per ton price, which we know that only the bank will guarantee. If they were to go out into the market, that is certainly not a guarantee. 60% of all the revenues that would come in would go to farmers, and 40% would go to the overhead operational costs. And contrary to what the bank had said in terms of their big figures of $80,000 paid to farmers, $350,000 in benefits, they, as of November of last year, they still hadn't been paid for the efforts, the farmers that they had already within the project. Next slide. So I want to talk about, we've talked a bit of the economics. It doesn't make economic sense. There is no market, and there's oversupply, and these credits are worth nothing. The science. You know, we're talking about deforestation being a major cause of emissions, but we need to actually look at the numbers for the deforestation and land use changes ranges anywhere between 12 to 18%. So there's a huge area of science that's still emerging in terms of how much impact this change has. But even if we were to believe it's 18%, for agriculture, 14% comes from actual agricultural practices. So the use of methane and nitrous oxide, the production of these gases. But since the IPCC in 2007, where they identified that 90% of the mitigation potential is in soil carbon in developing countries, for any kind of mitigation in agriculture, there's been a lot more science since then. And what the science is showing is that we need to learn a lot more about how soil organic carbon works, its interface between rising temperatures and rising moisture. And what they're finding is that actually there's a limit to how much carbon can be sequestered in soils, because it reaches a new equilibrium. So it won't increase infinitely like we think. And obviously, there's massive fluxes in soil, in carbon. So, you know, in some areas within even one field, you'll see more carbon than in others. And newer experiments, they're finding that it's more the environmental and biological conditions around an area rather than, you know, how much organic matter you put in the molecular structure that will control how stable that carbon is in the soil. I won't get into too much. Next slide. In the Kenya, in the KACP, the methodology is very simple. They're saying we should assume that the soils are degraded, so anything that we do to the soils is going to add carbon. And they use kind of a linear formula for that. So it'll be accumulated in a linear rate. That's a very simplistic way of doing it. And actually, in the public comment period,
they received comments from soil carbon experts saying that's just not how it works. But for some reason, this methodology has been approved. They're not going to do actual soil sampling because it's too costly, and so the transaction costs are already too high for it to be a viable project. Shefali, sorry, this is Lily speaking. Can you finish in the next 2-3 minutes? So we still have some time for some questions later after you listen. Sure, I'll try. And then it'll be based on farmer diaries. So basically that's how they're going to see what kind of practices the farmers are using. Now, the practices are actually quite good. They're trying to get them to mulch, to do intercropping, to add soil organic matter. So it will be based on self-reporting, and it will only be based on 5% of the total pool of farmers, so about 3,000 farmers out of 60,000 farmers. Now, the challenge about this is that it's supposed to be a 20-year period, and soil carbon stocks already fluctuate naturally, but also get disrupted easily by natural events like storms or fires or droughts and human activity, land management, and land tenure. So there's a high level of uncertainty around this. It's non-permanent, and this makes this not a very appealing commodity to trade. It's not really a reliable asset, so it drives down the price. So the price will never be very high for something like this. Next slide. So in 2-3 minutes, some of the key ethical questions really are the science of soil carbon points to no real lasting sequestration while companies continue to pollute and increase emissions. As long as we have offsets, there's no incentive to change your own behavior. And the real culprits in terms of those creating these emissions will simply put the burden on small farmers in developing countries. And I think this is the biggest problem with this model. The second issue, and a more obvious one, is that if we continue to do that, we'll have rising temperatures, which will further devastate agriculture systems and further jeopardize the livelihoods of these very farmers that we're saying we're helping. So it's a bit of a catch-22. We're missing the big picture and saying, okay, we can focus on these small farmers and get them to improve. But let's not worry about the real emitters here. Next slide. There are further problems with this because the agriculture methodologies that are being developed are aiming for technical fixes, but not a great transformation of agricultural practices. So we see, Monsanto and others getting ready for no-till and saying you can have no-till agriculture and get credit for it, which is the introduction of GMOs and herbicides. You have fertilizer companies like Yara and others saying, this is about fertilizer management. So you get credits for, the reduction of fertilizer. And this is the same thing we see in the industrial farms, which is, looking at biodigesters. So you can keep producing large amounts of methane, but as long as you use a biodigester, it's fine. But we won't change the way that we actually produce livestock. And we'll change the animal diet so their digestive systems change. And we will create cows that produce more milk per cow. And so it's going towards something that's not very transformative. Next slide. And in Africa, what we see, and certainly you see a rise of that because of red in forests, but you will see this also with soil carbon. Particularly if it's targeting developing countries, is a huge incentive for land grabs. And real investors aren't going to invest in this because it's not a reliable asset. So you will see speculative finance. And this is a major issue, including the fact that aggregating 60,000 farmers means you're going to have to deal with land tenure issues. Where are you going to get secure tenure rights for this many farmers in developing countries? So there's a huge potential for social conflict. In the Kenya project, it has raised expectations of incomes. And so people are, farmers are saying, where's the carbon revenue? Who owns this carbon? Do I own this carbon? And where is this money? And there is a chance that if people are disappointed that they don't get the carbon revenue that they think they were going to get, that they might even abandon good practices or part of the project. This is just two slides more. So I feel like we're moving in the wrong direction.
The last speaker talked about moving towards a full landscape approach. As I said, the science of all of this sequestration stuff is emerging, and it's pretty clear that it's very volatile, non-permanent. And so trying to create a sectoral approach of lumping agriculture and forestry together and then creating offsets from that is really smoke and mirrors, to use Fern's terms. He did mention regional markets coming up. Australia is developing a carbon farming initiative. California is still in its early stages to think about whether they're going to include agriculture in their trading scheme or not. But this is not a solution, which is a fundamental problem with this market of oversupply and really lack of demand. Final words. You know, we talk about climate smart agriculture. There's a lot of talk about how some of these practices are, you know, they're mitigation and adaptation. And I think we have to be really careful about this, because real mitigation in agriculture will come from changing industrial agricultural practices. It'll come from reducing methane produced through confined animal farm operations and from nitrous oxides, fertilizer-based mass production monocultures. And adaptation for smallholders is a whole different issue. It entails a holistic set of practices and services that enhance biodiversity, that create extension that's locally appropriate. Yes, healthier soils, but also seed generation, revival of orphan varieties, drought-resistant varieties, and much, much more. So when we just simplify everything as, well, soil carbon is also mitigation and adaptation, what we're doing is we're actually obscuring the politics within which this is happening. Final slide. Like I said, for the lessons from the Kenya project is that the transaction costs are way too high. It took them 5 years to try and create this project. $2 million was already spent, a large part of it public funds, with no revenue in sight. It was a huge burden for the organization and a drain on its other operations. It is commodifying that land and setting up false expectations with farmers. And Agroforestry's adaptation extension could have received direct support instead of spending all this money on carbon consultants. It's time to get the politics right. Thank you. Thank you so much, Shefali. And next is Jutta, and I will switch to German again, and we hope to keep you awake a little bit longer, so we still have you with us for some questions later. So, der dritte Beitrag heute ist nochmal ein ganz konkretes Beispiel, auf das ich mich auf jeden Fall total freue. Ich finde, es ist eines der spannendsten Beispiele, wo man gerade sich anschauen kann, was in diesem Bereich passiert und wo sonst sollte es passieren als in Brasilien, über das wir schon so viel gehört haben. Jutta Kill wird uns das Beispiel der grünen Börse, der Bolsa Verde in Rio, vorstellen. Jutta hat viele Jahre für die NGO Fern gearbeitet, kritisch zum Emissionshandel, zu Waldfragen und Klimaschutz und beschäftigt sich jetzt eben auch ganz aktuell mit dieser Frage, wie die Lehren aus dem Emissionshandel eigentlich auch übertragen werden auf andere Ökosystemdienstleistungen und was es da kritisch anzumerken gibt. Jutta. Vielen Dank. Ich werde das hier versuchen, mit der Technik irgendwie hinzukriegen. Und da ist es. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Möglichkeit, jetzt hier einen kritischen Blick zu werfen auf eines der Instrumente, mit denen die grüne Ökonomie, die grünes Wirtschaften umgesetzt wird. Danke, Tina. Und auch nochmal vielleicht überlegen, warum beschäftigen wir uns hier in dieser Konferenz zum Thema Transformation, Transition in Agriculture, mit diesen doch eher kleinen Projekten und diesen neuen Anfängen von marktbasierten Projekten und Initiativen, wenn doch eigentlich die großen Finanzflüsse, die großen Geldflüsse in die zerstörerische Form von Landwirtschaft woanders fließen. Das Beispiel der grünen Börse in Rio zeigt, glaube ich, wo die Verbindung zwischen den großen
eine zerstörerische Landwirtschaft finanzierenden Geldströmen zusammenkommen mit diesen neuen marktbasierten Finanzinstrumenten. Und ich möchte versuchen, im Vortrag jetzt in den 10 Minuten, Viertelstunde maximal, eben zu zeigen, wie da diese beiden Trends zusammenkommen und auch so ein bisschen nochmal einen Blick werfen auf den Kontext, in dem diese ganze Einführung von marktbasierten Instrumenten auch in der Landwirtschaft und im Bereich des Umweltschutzes und Naturschutzes stattfindet, wie wir einen Wandel sehen vom Payment, von der Zahlung für Ökosystemleistungen, Payment for Environmental Services, hin zu einem Handel mit Ökosystemfunktionen. Das ist ein Unterschied. Das Instrument Payment for Environmental Services ist natürlich ein Kontinuum. Das fängt an mit öffentlichen Zahlungen für die Erhaltung von Dienstleistungen oder von Ökosystemfunktionen, die dem Allgemeinwohl dienen. Und endet am anderen Ende des Extrems eben mit dem Handel mit Ökosystemfunktionen. Und da möchte ich nochmal einen Blick drauf werfen, was passiert eigentlich in diesem Wandel? Sollte man da wirklich noch von Payment for Environmental Services reden, wenn es eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich um den Handel mit Ökosystemfunktionen. Dann kurz irgendwie gucken, wie funktioniert denn diese grüne Börse in Rio? Was passiert da? Wer sind die Akteure, die an dieser Börse handeln? Und dann im dritten Teil ganz kurz, oder nicht ganz kurz, aber nochmal gucken, wo liegen denn eigentlich die Gefahren? Warum beschäftigt mich das? Warum beunruhigt mich diese Tendenz, die wir da sehen, diese Einführung von marktbasierten Instrumenten mit der Hoffnung, dass man damit Klimaschutz, Naturschutz betreiben kann und auch noch Klimakrise und Biodiversitätskrise lösen und eine neue Landwirtschaft einführen kann. Der Kontext, das Kyoto-Protokoll hat zum ersten Mal eigentlich diesen internationalen Rahmen geschaffen, der dann als Anstoß gewirkt hat für eine ganz, ganz starke, massive Ausweitung und Intensivierung der Diskussion um marktbasierte Instrumente. Den Handel oder die Möglichkeit des Handels mit Ökosystemzertifikaten gibt es schon ganz, ganz lange. In Deutschland kennen wir die Idee des Ausgleichshandels oder der Ausgleichsfunktionen bei großen Projekten. Auch in Brasilien zum Beispiel in der Waldschutzgesetzgebung war schon immer möglich, ein Handel mit Schutzzertifikaten. Das ist aber nie, und in den USA gibt es natürlich die großen Projekte, Initiativen seit langem, Handel mit Feuchtgebietzertifikaten. Das Ganze ist aber nie über einzelne kleine Transaktionen hinausgegangen. Mit der Einführung des Emissionshandels im Kyoto-Protokoll 97 ist zum ersten Mal eben dieser international verbindliche Rahmen geschaffen worden, in dem dann auch gezeigt wurde, wie so ein Handel auf einer größeren Ebene stattfinden kann. Das war an dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht abzusehen, welche Signalwirkung da diese Einführung des Emissionshandels im Kyoto-Protokoll einnehmen wird. Studie, die Initiative Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, spielt auch in diesen Kontext hinein. Sie greift diese Tendenz auf, indem sie sagt, nur was Wert hat, was einen Marktwert hat, wird auch wertgeschätzt. Und ich in der Vorbereitung für den Vortrag heute noch mal mich auch etwas intensiver mit der Webseite des TEEB beschäftigt. Und auch da fiel mir wieder ins Auge diese Vermischung von Wertschätzung und Inwertsetzung, von Value und Valuation. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, auch wenn sie gleich klingen. Werte gibt es viele, Values gibt es viele. Valuation bedeutet einen Preis einer Sache zuschreiben. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und für mich ist Sprache in dieser Diskussion um marktbasierte Instrumente enorm wichtig. Und ich glaube, es ist irgendwie kein Zufall, dass wir hier diese Vermischung von diesen saloppen Umgang mit Sprache finden, der eigentlich gar nicht salopp ist und der ganz, ganz starke Auswirkungen hat, weil er uns nicht erlaubt,
oder weil es uns schwer macht, wirklich nochmal zu diskutieren und zu sehen, was hier eigentlich an normativem Wandel auch passiert. Da würde ich gerne später auch nochmal drauf eingehen. Geht es also um Value? Geht es darum, Wert anzuerkennen, Wert sichtbar zu machen? Oder geht es darum, um eine Inwertsetzung? Ganz unterschiedliche Sachen, ganz unterschiedliche Konsequenzen für das, wie wir als Gesellschaft uns oder wie wir als Gesellschaft an transformative Prozesse rangehen. In der gleichen Linie Kontext, der Thomas hat es kurz erwähnt, die Diskussion um Naturkapital, eine der Hauptnebenveranstaltung bei der Konferenz in Rio war die Vorstellung der Nature Capital Declaration. Und diejenigen, die an dieser Vorstellung teilgenommen haben, werden sich daran erinnern, dass es fast wie eine Mantra im Raum klang, dieser Satz, we will only treasure what we measure. Wir werden nur das wertschätzen, was wir auch messen können. Alles andere hat dann keinen Wert mehr. Das ist der Kontext, in dem die Einführung von marktbasierten Instrumenten in der Landwirtschaft, in der Landnutzung weitergefasst stattfindet. Und dieser Diskurs, dieser Kontext, der hat zu einem oder führt zu einem normativen Wandel. Wir sind Zeugen, Zeuginnen eines normativen Wandels. Rio 92, da ging es noch um Ordnungspolitik. Da ging es darum, gesetzlich festgelegte Verschmutzungs- und Zerstörungsobergrenzen zu schaffen. Und die Nichteinhaltung dieser Grenzen führte zu einer Strafe. 20 Jahre später, in diesem Kontext, in diesem Diskurs, der einen normativen Wandel vorbereitet, sehen wir, dass gesetzlich festgelegte Oberwerte, Grenzwerte überschritten werden können und ich trotzdem sagen kann, aber ich erfülle nach wie vor das Gesetz. Und hier ist dieser Punkt, den Herr Thomas auch anführte und den Schifali auch nochmal mit dem Beispiel belegte, die Einführung von Kompensationsinstrumenten. Zahlung an einen anderen, der für mich das Gesetz erfüllt. Das sind enorme Veränderungen, die wir auch in der Diskussion darüber, wie finanziert man denn eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Landnutzung, diskutieren muss. Weil da ganz viele gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftliches Selbstverständnis an diesen Änderungen dranhängt. Bezahle ich jemand anders, dass er für mich die richtigen Dinge tut, während ich weiterhin eine zerstörerische Landnutzung betreibe? Oder werde ich selbst in die Pflicht genommen, meine eigene Praxis zu ändern? Jochen Flaspert hat gestern gesprochen in seinem Vortrag von der Notwendigkeit, das rechtliche Defizit zu beseitigen. Einfach ganz, danke, auch nochmal klar zu sagen, was ist denn eine gute fachliche Praxis, für die es kein Entgelt gibt, sondern die erwartet wird. Und hier mit der Einführung der marktwirtschaftlichen Instrumente geht es genau in die andere Richtung. Ich bezahle jemand anders, damit ich weitermachen kann, so wie ich es bisher tue. Und dieser andere macht es dann natürlich ein bisschen besser, als das Gesetz verlangt. Aber es ist eine räumliche Trennung dann auch, die wir finden. Wie funktioniert also jetzt die Bolsa Verde Rio? Ziel, die Gründer haben das ganz klar gesagt, Ziel der Bolsa Verde Rio ist es, Umweltgesetzgebung in Instrumente zu wandeln, die am Finanzmarkt gehandelt werden können. Die handeln dann erstmal mit diesen Waldschutzzertifikaten, werde ich gleich erklären, was das ist, wollen aber auch mit Abwasserzertifikaten handeln, mit Emissionszertifikaten, wie wir sie aus dem Handeln mit CO2-Zertifikaten schon kennen und in Zukunft eben auch die Möglichkeit, landschaftliche Schönheit zu Zertifikate für landschaftliche Schönheit zu handeln und auch Ökosysteme. Wie funktioniert die Börse? Es gibt eine Waldgesetzgebung in Brasilien, die sagt, zwischen 20% und 80% des Landes muss in einem naturnahen Zustand erhalten werden. Das hängt davon ab, wo das Land sich befindet. Bisher sah die alte Gesetzgebung vor, dass diese Umsetzung
auf dem eigenen Land stattfindet. Das heißt, ich kann zwar im Amazonas 20% nutzen, 80% meines Landes müssen in naturnahen Zustand erhalten werden. Das funktionierte und fand in der Praxis nicht statt, aber das war die gesetzliche Vorlage. Das neue Gesetz sagt immer noch, man muss 20% kann man nutzen, 80% müssen geschützt werden, aber das ist der Unterschied. Ich muss das jetzt nicht mehr auf meinem eigenen Land tun. Ich kann 50% Regenwald abholzen und da Viehweiden draus machen. Wenn ich jemand anderen bezahle in einer anderen Regenwaldregion, der die 20% nicht nutzt und 100% schützt oder der 10% nur nutzt und 90% schützt. Diese gesetzliche Änderung erlaubt der Börse sich zu etablieren, weil es brauchte diesen gesetzlichen, diesen ordnungsrechtlichen Rahmen, der erstmal die Voraussetzung dafür schaffte, dass so ein Handel überhaupt stattfindet. Also es geht auch nicht da, der Staat, das möchte ich hier auch nochmal ganz, ganz stark sagen, der spielt eine zentrale Rolle in diesen neuen marktbasierten Instrumenten. Ohne staatliche Regulierung, ohne die Schaffung von Höchstgrenzen von Angebot und Nachfrage würden diese Märkte, diese neuen marktbasierten Instrumente gar nicht erst stattfinden. Und die Börse, die grüne Börse, dient dann als Mittler, an der Käufer und Verkäufer eben gucken, wo es die Zertifikate gibt und wie man denn am besten, am wenigsten dafür bezahlt. Sie funktioniert seit Dezember 2012, kann man sich registrieren. Ursprünglich war die erste Transaktion schon früher vorgesehen. Jetzt bisher seit Dezember haben sich über 400 Interessenten registriert und es wird da auch schon gehandelt. Die Akteure, wer macht das überhaupt? Und da möchte ich noch mal auch drauf, sieht man auch noch mal, wer eben dieses Interesse hat. Pedro Moura Costa, ein brasilianischer Unternehmer, der auch Mitbegründer von Eco Securities war, einer der Hauptprojektentwickler und Vermarkter von Projekten im Handel mit Emissionszertifikaten. Er hat dann irgendwann sein Unternehmen Eco Securities verkauft an JP Morgan, eine der großen Banken, die in den Emissionshandel eingestiegen sind, und hat dann aus diesem Vermögen, was er da gemacht hat mit dem Emissionshandel, eben die Errichtung der Bolsa Verde Rio finanziert und möchte diese Idee des Emissionshandels jetzt auch auf andere Bereiche übertragen. 400 registrierte potenzielle Bieter und Käufer. Und da ist für mich eben der Zusammenhang mit dem, was wir hier gestern auch diskutiert haben und heute auch diskutieren, die Frage der Finanzierung von einer Transformation der Landwirtschaft. Wer sind denn die 400 Registrierten? Das sind keine Kleinbauern. Das sind die Großgrundbesitzer, die Viehzüchter, die großen Landnutzer im Amazonas, die sich ausrechnen, dass es billiger ist, an der Bolsa Verde Rio ein Zertifikat zu kaufen, statt die bisher nicht erhaltenen 80% entweder zu regenerieren oder zu schützen. Das bedeutet, hier wird finanzieller Anreiz gegeben, die waldzerstörerische Landwirtschaft, die wir in Brasilien sehen, weiter möglichst billig durchzuführen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich bräuchte. Probleme, Gefahren. Ich würde jetzt aufgrund der Zeit, die rennt, die technischen Probleme, die da sind, einfach überspringen. Die Frage, was wird denn da eigentlich gehandelt und ist das denn überhaupt alles vergleichbar? Der Regenwald in Mato Grosso ist ja schon ein bisschen anders als der Regenwald in Acre und das soll jetzt alles gleich sein. Muss man ja gleich machen, wenn es gehandelt werden soll. Auch die Frage dessen, was da ja, wie gesagt, eigentlich vergleichbar gemacht wird, obwohl es gar nicht vergleichbar ist. Die Frage der Rahmenbedingungen in Anbetracht der Governance oder der fehlenden in vielen von den Bereichen, auch in Brasilien. Wie sieht es denn da mit Bestechung aus?
Und was bedeutet das denn, wenn solche virtuellen Zertifikate gehandelt werden und der Landbesitzer jetzt, wenn die Umweltbehörde kommt und sagt, haben Sie denn hier Ihre für 80% geschützt? Dann sagt er, ja, hier, ich habe ein Zertifikat von dem Bundesstaat da, 3000 Kilometer weiter, kommt man nicht hin. Was bedeutet das denn auch für eine Möglichkeit, Umsetzung und Einhaltung von Umweltgesetzgebung zu überprüfen? Und hier nochmal Beispiele aus der letzten Woche, aus diesem Jahr noch, zwei, eins in der Financial Times zur Situation der von Bestechung und Korruption in Brasilien und insbesondere auch im Landnutzungssektor. Die letzten zwei Folien, drei, zwei eigentlich, möchte ich nochmal zusammenfassen. Nicht die technischen Fragen, die da sind und wo ganz viele Techniker, ganz viele Consultants, alle Welt dran sitzt und versucht, sie zu lösen. Für mich ist das so ein bisschen eine Beschäftigung am Rande, die aber zu viel in die Mitte gedrängt ist, weil eigentlich geht es um was ganz anderes. Die Risiken, die ich sehe bei dieser Einführung von marktbasierten Instrumenten in der Landnutzung, sind politischer Natur. Zum einen sehen wir, dass wir haben 20 Jahre geredet und sehen jetzt so ein bisschen die Akzeptanz, dass man ökologische und soziale Probleme nicht trennen kann. Der Handel mit Kompensationszertifikaten trennt, weil ich kann keine sozialen Auswirkungen 10.000 oder 10 Kilometer, 100 Kilometer, 1.000 Kilometer weg lösen. Die Auswirkungen, die sozialen Auswirkungen eines naturzerstörerischen Projektes, was über einen Kompensationshandel ausgeglichen werden soll, der ändert die sozialen oder der kompensiert die sozialen Auswirkungen dieses Projektes nicht. Da finden wir eine totale Trennung dessen, wo wir seit über 20 Jahren gesagt haben, das muss man gemeinsam betrachten. Es wird ignoriert völlig eben diese soziale Dimension der Zerstörung und es wird auch negiert die soziale, die kulturelle und die spirituelle Dimension von Ökosystemfunktionen. Das sah man auch Rio plus 20, da ging es nicht mehr um die 5 Säulen, da ging es nur noch um die 3 und vielleicht nur die eine Säule der Nachhaltigkeit. Es gibt auch, wenn man das guckt, irgendwie, wer soll denn zahlen für die Schäden, die ja weiterhin stattfinden durch zerstörerische Landnutzung? Der Staat hat bisher einen Großteil dieses versuchten Wiedergutmachens von Schäden finanziert durch die Einnahmen aus der Strafe für Verstöße gegen Gesetz. Hier werden auch Finanzströme privatisiert. Das, was vorher eben über die Verurteilung von Rechtsbruch auch finanzielle Mittel dem Staat gab, wird jetzt privatisiert, weil es die Anbieter von Kompensationszertifikaten sind, die hier die finanziellen Mittel bekommen, die die Naturzerstörung weiter rechtfertigen. Den ersten Punkt würde ich, weil wir jetzt irgendwie Lilly hier ganz wild mich darum bittet, zum Schluss zu kommen. Den ersten Punkt überspringe ich, aber ich glaube, den darf man auch noch mal länger diskutieren. Diese Annahme und ob sie denn überhaupt richtig ist, diese Annahme, dass man über Preis soziale Normen und Gebräuche ändern kann. Da gibt es in der Geschichte verdammt wenig Anzeichen, für dass das tatsächlich funktioniert. Und möchte enden mit der letzten Gefahr, die mich am meisten umtreibt. Und das ist, dass es auch ein normativer Wandel ist, ein Wandel in unserem Demokratieverständnis. Die Basis unseres demokratischen Verständnisses ist, dass vorm Gesetz alle gleich sind. Das ist in der Praxis nicht so, aber das ist das, worauf wir unsere demokratischen Staaten aufbauen. Vorm Gesetz sind alle gleich. Beim Kompensationshandel sind nicht mehr alle gleich. Denn die finanziellen Mittel haben, die können sich von der Einhaltung von Gesetzen freikaufen. Das ist ein enormer Wandel. Und ist das wirklich ein Ansatz, der uns, es ist eine Transformation, ganz klar.
Aber ist das die Form von Transformation, die uns in die richtige Richtung bringt, wenn wir eine nachhaltige und wirklich dauerhaft durchführbare Landnutzung haben wollen? Eine Landwirtschaft, wie sie auch gestern skizziert wurde. Da, glaube ich, müssen wir nochmal ganz, ganz stark diskutieren und nicht hinnehmen, dass das alles gut gehen wird. Mir fehlt in dieser Diskussion um die Einführung von marktbasierten Instrumenten, und deshalb bin ich auch froh, dass das Teil der Diskussion und der Konferenz hier ist, das Streiten darüber, was das denn eigentlich bedeutet für unser Zusammenleben, für unser demokratisches Verständnis und darüber, wie wir Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung in Landnutzung umsetzen. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank, Jutta. Thomas und Jutta, kommt ihr beide nach vorne? Das war jetzt nochmal eine Steilvorlage für die Diskussion. Das ist total super. Und nochmal, tut mir leid, dass ich da so auf die zeitliche Tube drücken musste, aber wir wollen diesen Diskussionsraum ja auch noch hier gemeinsam haben und die Zeit ist einfach so knapp. Und Shefali ist hoffentlich noch wach. Sie wollte sich eigentlich jetzt schon abschalten und deswegen mache ich es jetzt auch gleich mal so, dass ich frage, ob es Fragen oder Wortbeiträge gibt, die sich direkt auf Shefalis Vortrag beziehen. Dann würde ich bitten, die zuerst zu stellen, ins Mikrofon kurz vorstellen, wer sie sind. Dann sammeln wir da ein paar und geben Shefali noch einmal die Möglichkeit zu reagieren, bevor sie dann endlich schlafen darf. Gibt es da? Ja, bitte da hinten. Mikro kommt. Hello, Shefali. You talked about your name, please. My name is Lloyd Bloom. You talked about an oversupply of certification credits on the market, and that RED has devalued prices because of additional credits, so to speak, on the market that have no demand. So, are these payments for ecosystem services via a certification market only a potential solution for a future regime with more traders on the market and more countries signing on to a post-Kyoto agreement, so to speak? Or would you say you have no hope in this kind of certification trading at all? Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Da ist noch einer an der Seite. Vivian Schüler, under the NAMA debate, National Appropriate Mitigation Actions, agriculture is also becoming a more and more important topic. And in bilateral programs, Germany is also considering at least to invest in this. What do you think about this non-market or not directly market-related agricultural debate in the UNFCCC? Fragen können auch auf Deutsch gestellt werden. Wir haben weiterhin Übersetzungen. Eine nehmen wir noch da aus Kenia und dann geben wir an Shefali. Thank you very much, Shefali. I'm Helen Yego from Kenya and I would like to ask you a question in relation to the communities in Lake Victoria. Does it mean they're the ones who have been having problem with the carbon credit? Or how were the criteria used to select those particular communities vis-a-vis the larger areas of Kenya? Thank you. Thank you. Shefali, back to you. I'd be happy if Jutta also wanted to chime in because Jutta is the RED expert, actually, and actually the carbon market expert as well. But in response to the first question, I'll start with your last point first. Do I think that this is the way forward? No, I don't, because I feel that to put the burden on small farmers to do the mitigation for the rest of the planet is just egregious. This is not going to reduce emissions in the world. In fact, it's going to give incentives to continue the practices that are devastating this planet.
And that was the point that I was trying to make. Because we do offsets, we think that we can continue behaving just the way that we do, because somebody else somewhere else is going to change things. And given the fact that soil carbon isn't really actually going to keep the carbon in soils in the first place, it's a twofold injustice. One, we're asking the poorest and those who've least contributed to climate change to do the mitigation for the large emitters. And two, it's not going to reduce emissions in the first place. So it's, and then the idea that, you know, and the fact that this is going to increase emissions further jeopardizes these people. So I don't see this as the way forward, no. But in terms of RED credits, what I was trying to say about the oversupply is about the oversupply in the current carbon market. The ETS, you can see the prices. And Yuta, maybe you want to chime in here. The credits that are being discussed in terms of PES, as far as I understand right now, are just in the voluntary market. There are different kinds of attempts being created. Sorry, there were two other questions. Maybe the gentleman can... Okay, that was the NAMA question. But in terms of the Kenya project, why was this site chosen in Kisumu and Kitale in western Kenya? It was mainly chosen because of the reputation that VE Agroforestry has. The World Bank wanted to pick an organization that could actually handle such an enormous undertaking. As you can see, this has been overwhelming for SCC VE Agroforestry, too. And it would be interesting, I don't know if you've read the Greenbelt report, where they actually had a problem as well in terms of they had a project with the World Bank on forestry, and they had this the Greenbelt movement, and they found similar things, that they were quite overwhelmed with all the requirements to be able to do the carbon accounting, and they couldn't actually get the resources and the energy and the time to be able to do all the things that they were asked to do. It was rather overwhelming for them. And so, yes, this wasn't chosen out of any particular... you know, although, of course, the argument is made that in Kisumu and Kitale, the lands are really degraded and these farmers are really poor, so therefore this is going to really change their lives. In terms of the NAMAs, what do I think, did I understand correctly when you said, what do I think about doing mitigation autonomously, and in particularly in countries, in industrialized countries like Germany? I wholeheartedly support industrialized countries taking action to directly at source, doing something to change, to curb their emissions. Where I feel there's a problem is when we say mitigation is adaptation and therefore developing countries should go ahead and do this, and in particular their small farmers. The problem here is industrial agriculture, the model of industrial agriculture. And this is the same thing that I think once you start looking at RED, what are the real causes of deforestation? What are the real causes of deforestation? Is it small farmers or is it our growth and economic model? And so how do we start to address that? So if the NAMAs are going to start addressing those things outside of an offset carbon trading mechanism, I would totally support that. Okay, thank you, Shefali. You're welcome to stay as long as you manage, but otherwise, thank you already. You're welcome. Yeah. Okay, und wenn es dazu auch noch mal Fragen gibt, die auch mit diesem Projekt zu tun hat, können hier vielleicht auch Leute auf dem Podium dazu auch noch was sagen. Jetzt noch mal Fragen, Wortmeldungen. Herr Hans-Jürgens, stellen Sie sich aber auch noch mal ganz kurz vor selber. Ja, mein Name ist Bernd Hans-Jürgens. Ich leite die deutsche TIEP-Studie und bin auch nachher noch mal hier auf dem Podium. Und ich habe eigentlich eine ganze Menge so von Fragen oder Kommentaren auch zu dem, was gesagt wurde. Vielleicht fange ich mal an mit Herrn Vatheuer. Ich fand den Vortrag sehr gut und auch die Einordnung gut und stimme auch mit den meisten Dingen überein. Ich fand am Ende gewissermaßen, haben Sie so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Da haben Sie so gesagt, ja, die Marktmechanismen ersetzen nicht die Ordnungspolitik. Und das ist auch erstmal richtig, würde ich sagen. Sie ersetzen sie nicht. Aber Sie machen ja vielleicht aber dort Sinn, wo Sie sie ergänzen.
und wo es vielleicht auch kein Ordnungsrecht gibt. Und im CO2-Bereich, also in dem RED-Bereich, gibt es ja an vielen Stellen gar nichts. Betrifft übrigens auch den Vortrag von Frau Kill. Das wäre eine Anmerkung, wo ich nochmal fragen wollte, ob das so scharf haltbar ist. Und dann sagen Sie natürlich auch etwas, dem ich eigentlich explizit zustimmen möchte. Das ist mein zweiter Punkt. Sie sagen ja, die Ökonomie first, Bevölkerung untergeordnet. Das geht auch tatsächlich nicht. Und man muss einfach, man kann Ökonomie nutzen. Ich glaube, dass uns das nachher in der Diskussion auch noch beschäftigen wird. Ich bin auch überzeugt davon, da bin ich vielleicht einer der wenigen, aber ich bin überzeugt davon, dass man ökonomische Ansätze gut nutzen kann. Aber sie sind voraussetzungsvoll. Und das wird oft einfach übersehen. Das heißt, sie müssen eingebettet werden in einen regulatorischen Rahmen. Sie müssen selber ausgestaltet werden, diese Instrumente. Und das ist verdammt schwierig. Und da werden viele Fehler gemacht. Und an der Stelle, also glaube ich, kann man auch über viele Fehler berichten und auch vieles lernen. Darf ich noch an Frau Kill, also das war an Sie, Frau Herr Fatheuer, wenn Sie mich noch lassen, würde ich noch wenn gerne... Wenn Sie es kurz halten, ja? Ja, ich will nicht zu lang werden, aber so. Frau Kill, also ja, auch da, Sie weisen auf viele praktische Probleme hin und die bestehen, da bin ich auch ziemlich sicher. Und das wissen Sie vermutlich in den Märkten, die Sie da betrachten, auch besser als ich. Aber ich muss zwei Dinge möchte ich nochmal sozusagen auch grundsätzlicher richtigstellen. Also ich würde sagen richtigstellen oder etwas anders sehen. Erstens, ich glaube, dass Sie den TEAP-Ansatz, auch wenn Sie das heute Morgen nochmal im Internet nachgelesen haben, sehr eng sehen. Und ich meine, wir haben die wissenschaftliche Koordination des TEAP-Prozesses gehabt hier in Leipzig. Und ich weiß auch, dass der Studienleiter selber Banker im Wording oftmals sehr ökonomisch spricht, vorprescht. Aber wir haben alle Mühen walten lassen, um zu zeigen, dass es um ein breites Verständnis von Werten geht. Immer wieder. Und es geht um recognizing values, also die Anerkennung von Werten. Es geht um demonstrating values und es geht um capturing values, also in Entscheidungen überführen. Das ist ein denkbar breiter Ansatz und ich weiß, dass das oft verkürzt diskutiert wird und auch in Rio gab es hitzige Diskussionen zwischen dem Studienleiter Pavan Sukhdev und Vertretern insbesondere des Südens. Ich weiß auch, dass das mit den Ökonomen nicht ganz einfach ist, aber das sollte man erstmal zur Kenntnis nehmen, möchte ich sagen. Zweitens, aus den vielen Dingen, die ich noch sagen könnte. Ein Punkt, natürlich ist es schwierig, jetzt bei Waldprojekten zu kompensieren. Ja, das ist ganz klar. Wir haben, anders als beim CO2, haben wir kein homogenes Gut, sondern Wald an Standort A ist immer ein bisschen anders als Wald an Standort B. Andere Leute leben dort, der Wald wird anders genutzt und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das eine Begrenzung für Austausch und für Handel. Trotzdem sich gegen jegliche Kompensation auszusprechen, löst das Problem vielleicht auch nicht. Denn manchmal ist es so, dass wirtschaftliche Kräfte in bestimmten Bereichen Brasiliens, ich bin jetzt kein Fachmann für Brasilien, aber so stark sind, dass sozusagen die Flächen dort in Anspruch genommen werden. Und dann ist es ja nicht die Alternative, greift hier das Ordnungsrecht und es wird verboten, sondern die wirtschaftlichen Kräfte dominieren und es bedeutet ja auch Entwicklungsmöglichkeiten. So, wenn das so ist und wenn man sozusagen diese Standorte erweitern möchte oder muss, ist es doch an sich sinnvoll zu sagen, können wir an anderer Stelle, wenigstens an anderer Stelle als Ersatz dafür sorgen, dass hier ein Deckel eingehalten wird. Und Sie haben eigentlich nicht gesagt, dass ein Cap eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau da so ist, aber dass ein Cap doch im Grunde die Voraussetzung ist für das Instrument. Abschließender Satz, ich weiß, ich bin ein bisschen lang. Abschließender Satz, ich sage jetzt nicht, dass die alle funktionieren, diese ökonomischen Anreize und Systeme, die sind äußerst voraussetzungsvoll und darüber muss man auch diskutieren. Das wird von vielen Ökonomen zu wenig gemacht. Aber sie bieten Ansatzmöglichkeiten, wo wir ansonsten oft gar nichts haben. Keine Alternative haben. Das ist mein Punkt. Und demnach muss man auch probieren und lernen vielleicht. Dankeschön. Ich nehme noch ein paar mehr Wortmeldungen. Ihr notiert euch die Punkte, auf die ihr nochmal reagieren wollt. Müsst auch nicht auf alles reagieren, was aus dem Publikum... Also ihr dürft euch auswählen, auf was ihr am Ende dann nochmal reagiert und antwortet, weil ich möchte hier genug Zeit geben, dass wir Beiträge hören und nicht nur Fragen. Das finde ich gut. Barbara Unmüßig habe ich als nächstes. Die Wortmeldung habe ich gesehen. Ansonsten melden. Ich notiere das dann. Ja, Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung. Ich will einfach fragen, ob das Prinzip der Ökosystemdienstleistungen ja nicht längst Eingang gefunden hat, zum Beispiel in die Debatte um die EU-Agrarreform, weil dort geht es ja unter anderem darum, zum Beispiel den Beitrag der Landwirtschaft so zu sehen, dass man Grünland
anpflanzt und das eben mit Beihilfen subventioniert. Wir reden über die Multifunktionalität der Landwirtschaft und möchten, dass die Landwirtschaft einen Beitrag zur biologischen Vielfalt etc. leistet. Ich möchte einfach gerne von euch beiden wissen, ob da eigentlich nicht längst eine sinnvolle Ökosystemdienstleistungsüberlegung in eine wichtige Reformagenda, nämlich der EU-Agrarpolitik, Einzug hält und wie ihr das seht. Heben Sie nochmal die Hand, dass Sie das Mikro kriegen. Danke. Jens Sebahatjan, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, im Anschluss an die Wortmeldung. Ganz kurz. Sie haben gesagt, dass das Ordnungsrecht vorher, dass ich auf meinem eigenen Boden Ressourcen zu schützen habe und eben nicht übernutzen kann, dass das nicht funktioniert hat. Inwieweit, rein pragmatisch gesehen, funktioniert das heute mit dem Handel, dass ich mich freikaufen kann, werden da wirklich dort in den anderen Gegenden, und wenn ja, aus welchen Gründen? Kapitalmangel, schlechte Böden und so weiter, natürliche Ressourcen geschützt, funktioniert das heute besser? Dann habe ich zumindest, als das Ordnungsrecht früher was nicht funktionierte, dann habe ich ja zumindest auf der rein pragmatischen Seite erstmal einen Vorteil, dass ich dieses System trotzdem nicht toll finden muss und überwinden muss und das nur als transitorisches sehen kann, aus rechtsphilosophischen Gründen zum Beispiel, was Sie ja ganz klar gesagt haben, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Nur das sind eben zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist das Grundsätzliche und das andere ist das rein Pragmatische, wobei ich auch nicht der Meinung bin, dass der Zweck die Mittel heiligt. Das ist ein Balanceakt, das ist völlig klar. Aber meine eigentliche Frage, klar, hat das jetzt kurzfristig pragmatisch Vorteile? Weitere Wortmeldungen zum jetzigen Zeitpunkt? Sie waren schon mal dran. Machen Sie es kurz und dann dürft ihr schon mal antworten oder reagieren. Ja, ich bin auch ein Kritiker des TEP, aber ich muss auch mal sagen, dass ich mit meiner Kritik, glaube ich, an einem anderen Punkt anfangen würde. Denn im ersten Kapitel oder im Vorwort dieses Riesenberichtes steht drin, wesentlich überlegen jedem ökonomischen Instrument ist ein kultureller Schutz der Natur. Und dieser kulturelle Schutz, der würde ja auch in einer gesetzlichen Verankerung enden. Jetzt hat unsere Kultur, und in der leben wir ja alle, sie auch versagt und versagt noch immer, diesen Schutz zu gewährleisten. Also suchen wir nach alternativen Instrumenten. Und jetzt haben wir halt einen sehr wilden Markt in unserer Kultur. Und es geht darum, diesen Regeln und Gesetze zu konstruieren. Und das ist, denke ich mal, kulturell im Moment unsere Aufgabe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder persönlich für mich muss ich sagen, ich fühle immer mehr, dass ich meine Energie in dieser Grundsatzdebatte verschwende und anfangen muss, konstruktiver mit diesen Leuten darüber nachzudenken. Und da wollte ich Sie fragen, wie Ihnen das geht. Denn ich meine, von Kritik allein zu leben ist ja gut, aber es eilt ja auch die Zeit. Okay, Thomas, magst du anfangen? Das war jetzt jede Menge. Ja, ich glaube nicht, dass die Frage ist, von der Kritik allein zu leben. Und ich glaube, dass es verschiedene Vorschläge gibt, Sachen anzugehen, Transitionen zu starten, dass man sich unterscheiden muss, welche Wege man geht, glaube ich, ne? Und mich besorgt eben dabei, dass bestimmte Wege verworfen werden und andere präferiert werden dadurch. Das ist, glaube ich, die Sorge dabei. Von Professor Hans-Jürgens auf die Frage einzugehen. Natürlich, ist es klar, und ich habe auch das wahrgenommen, dass es keinen unbedingten Gegensatz, auch im TEAP-Ansatz gibt, zwischen Ordnungspolitik und ökonomischen Instrumenten. Also es ist ziemlich klar, und gerade Rett macht das, also glaube ich, für jeden klar, dass die ordnungspolitische Aufgabe, so einen Mechanismus zu etablieren, enorm ist. Das ist eine Herkulesaufgabe, ne? Das hat man auch bei der Auseinandersetzung um den europäischen Emissionsmarkt gesehen. Das war ja nicht einfach. Man hat es jetzt gerade im Schluss gesehen, wie schwierig es war und ist, einen Emissionsmarkt für den Flugverkehr hinzubekommen. Es ist ja nicht so, dass sozusagen alle begeistert diesen Vorschlägen hinterherlaufen von der Industrie, ne? Also da, und man kriegt es ja nicht immer. Schiffsverkehr, ne? Oder als Beispiel, aber so, um die Commons geht. Also das ist klar. Die
Frage ist, also ich glaube auch nicht, dass das glaube ich eine falsche Zuspitzung wäre, wenn man sagt, die Frage ist, ökonomische Instrumente ja oder nein. Ich glaube, bestimmte ökonomische Instrumente sind notwendig und sinnvoll und bestimmte ökonomische Instrumente sind nicht sinnvoll. Und das muss man sich, genau diese Frage muss man sich stellen. Und meine größte Sorge ist die, dass man versucht, vielleicht nicht so die Bäume wie in dieser Karikatur, aber traditionelle Gemeinschaften und indigene Völker als Marktsubjekte zu konstituieren in einem neuen Markt für Ökosystemdienstleistungen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir bei uns, die Wälder, sind nicht hier von irgendwelchen traditionellen Bevölkerungen bewohnt. Nicht mehr, ne? Das ist lange vorbei. Aber das ist eben, die Ökosysteme in dieser Welt, um die es geht, sind alle, praktisch alle Siedlungsgebiet von Menschen. Und es geht um Menschen dabei. Und diese Menschen sind nicht, sozusagen, glaube ich, gut bedient, wenn sie Marktteilnehmer werden und ihre Ökosystemdienstleistungen auf marktmäßig anbieten müssen. Das ist der Weg, den Red gehen will, leider. Wir sehen es, wir haben zwei Fälle in Brasilien nochmal. Die Mundurucus und die Surui's. Zwei, die Mundurucus sind überall durch das Google gegangen, durch das Internet gegangen, haben den Vertrag über Carbon Rights über 20 Jahre abgeschlossen. Die Surui's haben einen Vorschlag entwickelt, einen Stamm aus Rondônia, im Bundesstaat, für ein indigenes Rettsystem in ihrem Gebiet. Partner der Böll-Stiftung haben mit beiden Vertretern beiden Stimmen Gespräche geführt. Beide haben dasselbe gesagt. Wir wollen kein RED, wir brauchen Schutz für unsere Gebiete. Wir wollen das und das und das haben. Aber die Public Policies garantieren uns das nicht. Und das Einzige, was es gibt, ist RED. Und das besorgt mich zutiefst, diese Entwicklung. Und mich besorgt zutiefst, dass auch die Akteure der deutschen EZ auf diesen Weg sehr stark setzen. Ja, also vor allem in diesem Fall die KfW. Und ich denke, man setzt sich anders. Also RED ist durchaus auch konzipierbar ohne Marktansatz, ohne dass man diese einzelnen Akteure zu Marktteilnehmern umwandelt, über einen Fondsansatz. Aber die KfW und die Weltbank präferieren ganz klar ein Design für einen marktbasierten Ansatz. Und dann müssen indigene Völker diesen ganzen MRW, Monitoring, Reporting, Valuing, Sachen machen, das können sie nicht machen und das wird zu einem Überborden von Consultings führen. Und wir haben den Munden Report, ein Report von einer Finanzmarkt-Consulting von der Ford Foundation beauftragt, eine finanzmarktfreundliche Consulting, die sich mal diesen Markt angeguckt hat, also der Finanzmarktaspekt. Und die hat gesagt, wahrscheinlich würden ungefähr 5% der Gelder von RED bei den Erzeugern der Systemdienstleistungen hängen bleiben. Das sollte man ernst nehmen. Das sollte man auch ernst nehmen im Bereich der deutschen EZ, glaube ich, dieses Mal genau zu überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist, einen überbordenden Markt für Consultings und auch Wissenschaftler zu schaffen in dem Bereich. Entschuldigung. Danke, Jutta. Und vielleicht kannst du auch noch mal was, ich weiß nicht, ob du was zur GAP-Reform noch mal sagen wolltest. Danke. Ich wollte anfangen mit der Frage, es eilt, da müssen wir doch ganz pragmatisch irgendwie schnell gucken, dass wir aus der Krise rauskommen. Gerade weil es eilt, müssen wir uns mit den grundsätzlichen Fragen beschäftigen, wo denn die Reise hingehen soll. Weil wir in einer Zeit leben, in der es grundsätzliche Änderungen in unseren Wirtschaftskreisläufen und damit auch in unserer gesellschaftlichen Organisation geben wird. Wenn wir Klimakrise ernst nehmen, und ich tue das, wenn wir Biodiversitätskrise ernst nehmen, und das tue ich auch, wenn wir gestern dieses Bild gesehen haben, wo wir als globale Gemeinschaft schon über die Grenzen hinausgeschossen sind, dann ist doch klar, dass es so nicht weitergeht. Dann ist klar, dass wir einen fundamentalen Wechsel und Wandel brauchen. Und da brauchen wir streiten darüber eilig, aber auch offen und ehrlich über die Richtung, in die wir uns begeben wollen. Weil es einen Wandel geben muss, die Frage ist, wohin. Und deshalb ist für mich mit jeder Kritik, mit jedem Nein ist auch ein Ja verbunden. Nein gegen zum Handel mit Kompensationszertifikaten und ein ganz klares Ja für einen ordnungsrechtlichen Rahmen, der auch ökonomische Instrumente benutzt. Was ist denn eine Steuer, wenn kein ökonomisches Instrument? Was ist denn ein
Umweltgesetzrecht, wenn kein ökonomisches Instrument. Privatwirtschaft ist nicht nur Investition, sondern Finanzierung über Privatwirtschaft kann ganz viele Formen haben. Aber wir verkürzen die Debatte auf Handel, hat nicht so gut funktioniert, als wie wir jetzt in der Finanzkrise gesehen haben. Handel mit sehr problematischen Derivatprodukten, die kein Mensch mehr versteht. Und auf Investitionen statt auf privatwirtschaftliche Finanzströme. Das sind unterschiedliche Sachen. Und ich finde, da müssen wir diskutieren. Das kann man kritisch tun, aber mit der Kritik zeichnen wir natürlich auch die Alternativen auf und würde mich freuen, wenn man die auch hört. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da hört man selektiv die Kritik, aber hört eben nicht die Alternativen, die ja mit einer Festlegung auf eine Richtung auch an Rand gedrängt werden. Das war das eine zum, ja, Kritik ist schön, aber Kritik eben auch, weil ich sehe, dass die jetzige Richtung bestehende, existierende, funktionierende Alternativen zerstört. Und das sieht man insbesondere in Ländern wie Brasilien, wo es ganz viele regionale Wirtschaftskreisläufe gibt, die funktionieren, die den Leuten ein Leben, auch ein gutes Leben ermöglichen und die zerstört werden durch ein wirtschafts- und ökonomisches Modell, was eine industrielle, enorm inputintensive Landwirtschaft vorantreibt. Da wird zerstört und um diese Alternativen sichtbar zu machen, geht es, glaube ich, auch bei der Kritik. Die Frage, wir haben doch gar keine Alternativen, ne? Wenn nicht den Handel, dann doch gar nichts. Das stimmt zum einen gar nicht und zum anderen als Vertreterin von einer Zivilgesellschaft in der Zeit, in der wir leben, ist es fatal zu sagen, es gibt keine Alternative. Die müssen wir suchen und die müssen wir uns auch erstreiten. Die gleiche Diskussion haben wir gehabt in der Diskussion um die Einführung vom Emissionshandel. Gibt ja sonst nichts. Ja, es gibt ganz viel und es wird durch den europäischen Emissionshandel werden ganz viele andere funktionierende Politiken an den Rand gedrängt. Ja, der funktioniert prima, da ist der Preis jetzt richtig in den Keller gegangen. Verschmutzung ist billig. Wir können dann nachher, glaube ich, auch noch mal diskutieren in der Diskussion. Und vielleicht lasse ich das jetzt nochmal und komme dann auch nachher. Haben wir noch viel Zeit für die Diskussion. Ne? Dann der Punkt, ist nicht eigentlich auch die europäische Agrarförderung eine Form von Payment for Environmental Services? Ja, ist es. Payment for Environmental Services, da kann man alles und jedes drunter packen. Das geht von einer Förderung über öffentliche Gelder für Dienstleistungen, die im öffentlichen Interesse stehen. Das, was die Agrarpolitik mit Ackerrandstreifen und ähnlichen Programmen macht, bis hin zum Handel mit Kompensationszertifikaten. Und da ist eben die Frage, was meine ich denn mit PES? Und da muss man eben auch differenzieren, glaube ich, und zu sagen, wie sieht das denn genau aus? Und das ist auch die Frage, habe ich denn jetzt TTIP missverstanden oder nicht? Der Messenger, auch in der Diskussion in Rio, hat der Pat Mooney von der etc. Gruppe in der Diskussion mit Achim Steiner, da ging es auch um die Frage von der grünen Ökonomie, gesagt, the messenger doesn't determine the message. Sie können sich alle Mühe geben, die Sie wollen. Was mich interessiert, ist, wie TTIP umgesetzt wird. Was kommt da bei Leuten an? Wer sind da die Interessenvertreter, die dieses Instrument ausgestalten? Und da sehe ich wenig von einer breiten Wertschätzung von Werten. Eine lokale Bevölkerung, die vom Wald abhängt, die schätzt dieses Ökosystem Wald auch heute schon. Das Problem ist ein politisches, dass sie an der Entscheidung darüber, wie dieses Land genutzt wird, nicht beteiligt ist. Und da können wir mit ganz vielen wissenschaftlichen, auch guten Ansätzen sagen, das wollen wir, aber dass das nicht so vergessen wird. Mich interessiert und ich glaube, für unsere Diskussion relevant ist, wie wird es umgesetzt? Und da sehe ich TTIP als in Wertsetzung, als Reduktion von unterschiedlichen Werten auf Preis. Und da sehe ich PES als Reduzierung auf Handel mit Kompensationszertifikaten. Und beides führt für mich in eine falsche Richtung, wenn wir überlegen, wo wir hin müssen. Dankeschön. Ich habe bisher keine weiteren. Eine Sache, ja, ich frage noch einmal, allerletzte Chance für eine kleine Frage. Wir müssen in den nächsten Minuten
zum Ende kommen? Nein? Dann darfst du noch deinen letzten Punkt machen. Dann darf ich noch die Frage, ja, wenn das Ordnungsrecht nicht funktioniert und es gibt ja sonst nichts, ist es dann nicht besser, mit Zertifikaten zu handeln? Diese ganzen Zertifikathandel, das sieht man beim europäischen Emissionssystem sehr deutlich, funktionieren ohne einen funktionierenden ordnungsrechtlichen Rahmen überhaupt gar nicht. Das europäische Emissionshandelssystem ist gekennzeichnet von mehreren Korruptionsskandalen jetzt schon. Und da sind wir noch gar nicht dabei zu gucken, wie glaubwürdig denn eigentlich die Messungen sind, die da weitergegeben sind. In Brasilien ist noch ein bisschen früh zu sagen, ob denn jetzt dieses neue Instrument Handel mit Waldschutzzertifikaten besser funktionieren wird, weil es gerade erst eingeführt wird und die Unternehmen oder Landbesitzer bis 2015 Zeit haben, ihre rechtlich vorgeschriebenen 20-80% zu schützen. Also da müssen wir 2015 nochmal gucken. Was man aber schon sieht, ist, dass es spekulative Landkäufe gibt in den eher abgelegenen Regionen des Amazonas, wo eine landwirtschaftliche oder auch forstwirtschaftliche Nutzung keinen Sinn macht. Da kann ich 100% dann schützen. Da habe ich 20%, die ich an der Börse verkaufen kann. In einer Region, wo es sonst überhaupt keine Nutzung gegeben hätte, wo man sie auch nicht machen wird. Aber diese spekulativen Landkäufe in Gegenden, wo eigentlich gar keine Nutzung absehbar war, die legitimiert ein über die gesetzliche Obergrenze hinausgehendes Zerstören, da wo eigentlich die Zerstörung stattfindet. Damit wird, und da hatte ich irgendwie, das habe ich übersprungen aufgrund der Kürze der Zeit, damit werden gesetzliche Mindeststandards zu der absoluten Obergrenze. Damit wird ein maximaler Abwasserbelastungswert zu dem Minimum, was überall oder was auf jeden Fall laufen wird. Ne? Das sind grundsätzliche Unterschiede, die da Veränderungen, die da stattfinden. Nicht mehr Mindest, sondern Maximum. Und es wird nicht funktionieren. Das kommt noch dazu. Ohne die Möglichkeit der Überprüfung. Wie wollen Sie denn da über Tausende von Kilometern in schwer durchzugänglichen Gebieten überprüfen wollen, ob denn jetzt diese Zertifikate mit Nummer 375-520 auch wirklich da sind und noch stattfinden und nur einmal verkauft werden. Dieser Artikel in der Financial Times von vorgestern, von Montag, lohnt sich über den Jeitinho, über den Weg immer irgendwie an den Regeln vorbeizukommen. Der lohnt sich zu lesen, weil genau das ist meine Erwartung, dass genau das mit diesem Handel passieren wird. Wunderbar, geht viel leichter als mit den Gesetzen. Wunderbar. Dankeschön. Ich danke euch beiden und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Und Sie dürfen jetzt heute tatsächlich eine richtige, echte Kaffeepause genießen, und zwar bis 11:45. Dann geht's weiter. Vielen Dank. Applaus